Tales from Meeples. Die bunte Brettspielmischung. Serviert von Jenny und Tobias. Herzlich willkommen zur, ich muss gerade nachdenken, ich glaube 13. Folge Cocktails for Meeples. Ich bin der Tobias, ich sag mal Hallo. Und ich bin natürlich nicht alleine, sondern ich habe wie immer die Jenny an meiner Seite und ich gebe ihr gerade mal das Wort. Hallo Tobias. Schön, dich wieder zu hören und zwar mit klarer Stimme. Letztes Mal warst du ja ein wenig gedämpft. Ja, ja, das hab's ja schon gesagt. Ich hatte ein tolles neues Mikrofon gekauft, alles super. Problem war nur, der Treiber hat nicht funktioniert und dann hat der nur aufgenommen über die Videokamera, über die wir uns hier so angucken, über Discord. Und die eigentliche Aufnahme des Mikrofons hat nicht geklappt. Entschuldige mich auch dafür, aber jetzt sollte alles besser sehen. Neuer Treiber drauf, Mikrofon nimmt auf, sieht alles gut aus. Auch du hast ja ein neues Mikrofon, ne? Weil wir hatten ja das Gefühl, dass du da immer so Indifferenzen hast und du bist ja der Meinung, es liegt an der Feuerwehr. Ja, ja. Also erstmal vielen lieben Dank an die vielen Rückmeldungen, die wir bekommen haben. Wir haben noch nie so viele Rückmeldungen bekommen zu einer Aufnahme, weil meine Tonqualität nicht gut war und weil du auch was Falsches eingespielt hattest eventuell. War schön. Ihr könnt euch auch mal gerne zurückmelden, wenn bei uns alles in Ordnung ist. Aber nichtsdestotrotz, ja, ich habe ja eigentlich ein relativ neues Mikrofon, aber ich habe noch Garantie drauf. Dann habe ich es also kurzerhand eingeschickt. Ich wollte ja nicht, ja, falls wirklich was dran ist und habe jetzt ein niegelnagelneues Mikrofon, also sollte jetzt nicht mehr kratzen. Und wenn es kratzt, ist es vielleicht doch die Feuerwehr, weil wir haben direkt über unser Haus die Funkautobahn. Ich habe dir ein Foto geschickt von den 1000 Masten, die vor unserem Haus stehen. Vielleicht ist es auch das, was ab und zu stört. Keine Ahnung. Ja, und wenn ihr euch wundert, dass im Laufe der Aufnahme noch ein dritter Geräusch reinkommt, ein drittes Mikrofon, liegt das daran, dass wir heute einen Gast dabei haben. Wir freuen uns, dass wir den Tillmann hier haben. Hallo Tillmann. Hallo, ich grüße dich. Hallo, hallo in die Runde, genau. Hallo Jenny, hallo Tobias. Genau, eine Freude hier zu sein. Soll ich mich vorstellen, einfach spontan, aus dem Bauch heraus? Ja, weil sag einfach mal, wer du bist, wo man dich herkennen könnte und warum wir auf dich gekommen sind, machen wir später. Okay, gut, dann machen wir das später. Genau, woher man mich kennt, ich würde sagen aus der Brettspielszene aus Wiesbaden. Ja, ich habe tatsächlich so irgendwie, ich habe kein großes Sendungsbewusstsein, ich habe einen Instagram-Account, in dem ich ein bisschen Sachen poste, aber wirklich auch nichts Großes, Wildes, ist alles auf ein Thema bezogen im Prinzip. Genau, und darüber haben Jenny und ich uns eigentlich auch kennengelernt, genau, weil wir da ein bisschen ins Gespräch gekommen sind, wie man bestimmte Dinge organisiert, wenn wir das ein bisschen im Geheimen lassen wollen. Ja, okay, es geht um Spieletreffs, genau, es geht um Spieletreffs. Ich organisiere in Wiesbaden weitgehend alle Spieletreffs oder bin irgendwie, nicht alle, ach Gott, das war jetzt übertrieben, das kannst du gerne rausschneiden. Wird nichts geschnitten. Gut, also ich organisiere zwei von zahlreichen Spieletreffs in Wiesbaden, kümmere mich aber vor allem da um Großveranstaltungen, versuche Brettspiele da in der Breite irgendwie bekannter und präsenter zu machen, eben aus den Hinterzimmern rauszuholen in die Öffentlichkeit. Genau, da mache ich einiges und da kennt man mich vielleicht auch her. Wenn man hier in der Szene ein bisschen unterwegs ist, dann hat man bestimmt irgendein Posting von mir schon mal gesehen, weil ich dann doch recht viel Werbung mache. Genau. Genau, und deswegen wird heute unser Thema später beim Bargeflüster sein, Spieletreffs, Spieletreff gründen oder auf was man achten muss, wenn man Spieletreff führt. Da werde ich mich größtenteils raushalten, weil ich nur einen quasi mitgeerbt habe, wo ich quasi mitpräsentiere, aber umso gespannter bin ich, was ihr so zu erzählen habt. Bevor wir dann, also als Spiele wollen wir dann im Schmeckt-Teil, haben wir uns jeweils ein Spiel pro Person rausgesucht. Ich werde Ready, Set, Bet machen. Tillmann hat vor, über Emischen zu reden und die Jenny wird Kutna Hora machen. Und neu auf der Karte haben wir auch gesagt, jeder bringt mal ein kleines Spiel mit, sonst wird das alles zu lang. Ich bin eh der Meinung, wir werden unsere Zwei-Stunden-Marke wahrscheinlich brechen. Aber das ist ja schön an Podcast, man kann ja einfach weitersenden und wer es nicht zu Ende hören kann an einem Stück, kann man ja einfach pausieren und weiterhören. Deswegen aber am Anfang noch kleine hausmeisterliche Tätigkeiten. Hast du was, Jenny? Ich habe gar nichts, nein. Bei mir ist es ganz langweilig, so wie immer. Okay. Ich kann nur erzählen, ich war vorletztes Wochenende, muss ich mal hier nachdenken, schon auf der AU-Con, das ist so eine kleine Spiele-Con hier in Odenwald. Das war wieder super, 4 Tage durchgespielt mit vielen netten Leuten, unter anderem der Dirk, der Ablagestapel war zur Abwechslung mal da zum ersten Mal. Das hat Spaß gemacht, ihn wiederzusehen und auch viele andere Leute.
Ja, und mein Blick geht natürlich voraus. Nächste Woche beginnt die Spielwarenmesse in Nürnberg. Da werde ich auch einen Tag oder eineinhalb Tage sein. Bin ich auch mal gespannt, was man dort zu sehen bekommt. Das ist ja bei der Spielwarenmesse in Nürnberg immer so, man kriegt ja eigentlich immer nur die fertigen oder die Produkte zu sehen. Man kann die also nicht anspielen und sowas, also ganz, ganz selten. Und man guckt eigentlich so voraus, was wird in den nächsten halben Jahr so passieren. Man hat dann so gewisse Schaukästen, da sieht man das fertige Spiel, weiß aber, das kommt vielleicht erst in 2-3 Monaten. Ist aber so ein kleiner Appetizer immer, macht schon Spaß zu sehen, was so die Verlage so vorhaben. Die eine oder andere Überraschung ist auch immer dabei. Hans und Glück versucht auch immer, das Spiel, was dann im Herbst rauskommt, schon mal vorzustellen. Da ist man immer gespannt, was da so zu sehen ist. Da freue ich mich drauf. Ansonsten eine Sache noch. Ich bin sehr dankbar, dass der Tillmann sich heute für uns entschieden hat. Also wir haben den Termin schon länger ausgemacht. Und eigentlich, das Problem ist, dass wir den Tillmann davon abgehalten haben, zu demonstrieren. In Wiesbaden ist heute eine Demo gegen den Rechtsruck im Lande. Das hatten wir vor 2 Tagen auch in Darmstadt. Das war super. Da waren wir 17.000 Leute. Das war echt super. Und da ist auch nur mal so als Einwurf oder als Aufforderung, jetzt ist wirklich so ein Zeitpunkt, wo viele Menschen auf die Straße gehen. Wenn ihr euch damit identifiziert, macht's bitte auch, geht auch hin. Je mehr Menschen dort da sind, umso deutlicher wird, dass das, was das Thema ist, dass wir wirklich sagen, wir wollen unsere Demokratie erhalten, wir wollen gegen den Rechtsruck aufstehen und zeigen, dass die breite Masse eben wirklich eine andere breite Masse ist, als die, die oftmals eine Partei immer versucht zu sagen, dass sie für die Masse spricht, was aber gar nicht der Fall ist, dass man das eben auch deutlich und kenntlich macht. Und deswegen mein Anliegen, ich glaube aber auch der Anliegen aller beiden weiteren von uns ist, geht dorthin, zeigt Präsenz und zeigt, dass wir mehr sind. Genau. In Heilbronn war es vor 2 Tagen, wir waren 14.000. Ja, das ist mal ganz spannend, also wenn man sich das wirklich mal vorstellt. Ich guck mal kurz, wie es in Wiesbaden aussah, ob ich wirklich gefehlt habe. Ich will jetzt einen Rekord bretten, aber red mal weiter. Genau, also es war schon beeindruckend, ganz einfach im positiven Sinne. Auch so allein schon, um dahin zu kommen. Also die Straßenbahnen waren total überfüllt. Ich bin ja eh mit dem Fahrrad gefahren, aber wie viele Menschenmassen oder auch aus dem Büroraum raus. Ich bin halt ein bisschen früher gegangen, damit ich pünktlich zur Demo war. Und auf einmal so viele sind noch nie zeitgleich aus diesem Büroraum raus, also bis zum Bürohaus rausgegangen, weil alle zur Demo gegangen sind. Das war schon ein schönes Gefühl. Ja, definitiv. Ich fand das auch sehr mitreißend, habe das auch brav immer wieder verbreitet. Ich wollte, wie gesagt, eigentlich hin. 15.000 sind wir in Wiesbaden, laut Wiesbadener Kurier, der lokalen Presse hier. Genau. Ja, ja, der gute Wiesbadener Kurier. Zur Hintergrund, ich komme übrigens auch ursprünglich aus Wiesbaden, bin da ja aufgewachsen, haben uns aber da nicht gesehen. Ich war immer nur auf dem Spieletreff beim Stadtjugendfahramt. Beim Lutz? Du warst beim Lutz? Genau. Das ist so meine Zeit, die ich da erlebt habe. Aber ich nehme mir auch immer mal vor, den Tillmann mal zu besuchen. Doof ist halt, dass es so nur dienstagsabends ist. Das ist so ein ganz schlechter Zeitpunkt hier in der Familie. Aber irgendwann schaffe ich das auch mal. Weil dann besuche ich noch meine Mutter vorher. Die wohnt mich noch in Wiesbaden und dann komme ich auf alle Fälle bei dir vorbei. Ja, und wie ich für Eigenwerbung, wir haben jeden zweiten Freitag im Monat, haben wir auch noch jetzt einen Treff, habe ich noch dazu gemacht, genau, das Schauspiel, weil das so ein bisschen in so einer Ladenzeile stattfindet, genau, und ja, genau, kommt auch da einfach vorbei. Aber freitags habe ich Spieletreff bei mir. Ja, komm, der ist immer. Nee, ist auch nur alle 2 Wochen. Ja, Mist. Dummerweise genau mit deinen übereinstimmt. Alles nicht so einfach. Na gut. Das waren, glaube ich, unsere hausmeisterlichen Tätigkeiten. Machen wir doch mal einen kurzen Schnitt auf Neu auf die Karte. Neu auf der Karte. Neu auf der Karte ist bei mir immer so eine Schwierigkeit, weil ich glaube, heute kamen 2 Pakete an, einer von Huch und einer von Asmodee. Also ich habe auch wieder das eine oder andere Neuheitenspiel vor mir liegen. Möchte aber von einem Spiel berichten, was mich ja sehr positiv überrascht hat. Das habe ich auch auf der UCon angefangen zu spielen und da eigentlich jeden Tag mindestens 1 oder 2 Mal gespielt, weil das so ein guter Füller war mit meinem Sohn, bis wir wieder eine neue Gruppe hatten. Meine Rede ist von Match of the Century. Das ist von Paolo Mori. Den kennt man von vielerlei Sachen, unter anderem auch Libertalia zum Beispiel. Und das ist ein Spiel, was bei Deep Print Games erschienen ist, ein reines 2-Personen-Spiel und ist interessanterweise illustriert von Clemens Franz. Das sage ich deswegen, weil wenn man die Illustrationen sieht, jetzt nicht unbedingt gesagt hätte, ey, das ist ein Clemens Franz-Titel, sondern es ist schon wieder eine sehr eigene
Illustration, die eben zeigt, dass Clemens Franz auch was anderes kann als nur Agricola-Männchen zeichnen, sondern er kann heute deutlich mehr. Also das nur als nebenbei. Was machen wir bei dem Spiel? Wir spielen im Endeffekt, so die Idee ist, diese Schach-WM von 1972, Swarovski gegen Fischer, ein bisschen zu simulieren. Jetzt muss man aber keine Angst haben, dass man Schach spielen muss, sondern im Endeffekt geht es darum, mehr so Einflusskarten zu spielen, um dann so eine Art wie so eine Schachpartie beginnt. Das heißt, ich habe mal mehr Einfluss auf die eine Sache, dann spielt er eine andere Karte, dann verschiebt sich der Einflussmarker wieder. Ich habe noch die Möglichkeit, mit so Figuren zu spielen, um eben den Einfluss zu verstärken. Das sind so die Bauernfiguren. Und so spielt man nach und nach mehr oder weniger die einzelnen Partien durch. Und die Kunst ist es im Endeffekt, das Handdeck gut durchzuarbeiten. Das Handdeck hat die Besonderheit, dass sie quasi eine weiße Seite und eine schwarze Seite haben. Wenn ich also quasi in der Partie bin und spiele weiß, dann ist für mich nur der obere Teil, der weiße Teil. Die Karten, die ich dann abgespielt habe, sind weg, aber die anderen lasse ich auf der Hand. Und wenn ich dann die nächste Partie spiele, drehe ich die Karte um 180 Grad, dann sind sie auf der schwarzen Seite oben. Und die haben natürlich andere Effekte. Mal ist es beispielsweise auf der weißen Seite ist Angriffswert 5 nur als beispielsweise und dafür ist der Gegenpart Angriffswert schwarz 0. Und da muss man sich halt immer überlegen, wann spiele ich welche Karte. Ich sehe sie immer in Gänze und es gibt dann halt so ein paar Kniffs. Ich kann eine Partie aufgeben, um damit mein Mentalmarker nach oben geht und so weiter und so fort. Ist im Endeffekt wirklich eine schöne Simulation. Also Simulation ist das falsche Wort. Es zeigt im Endeffekt so ein bisschen so dieses Hin und Her bei so einer Schachpartie. Mal ist der eine im Vorteil, mal der andere. Und man versucht halt so die Tricks, wann tue ich welche Sache ausspielen. Am Schluss kann es manchmal ein bisschen Partglück abhängig sein. Also ich hatte meine Partien, ich habe mich immer besser, mein Sohn hat mich in der ersten Partie absolut abgezockt und in der letzten Partie habe ich zumindest geschafft, dass die letzte Karte entscheidend war. Also ich habe mich da verbessert. Aber nichtsdestotrotz, schönes Spiel, kann ich empfehlen für alle Leute, die Zwei-Personen-Spiele haben wollen. Einfach mal was anderes. Dabei, ist es vom Gefühl her, ist es so ein bisschen auch mit Watergate zu vergleichen oder ist es doch so gefühlsmäßig was ganz anderes? Weil es ist ja auch ein kartengetriebenes Spiel. Anders. Also ist es nicht ganz so asymmetrisch wie Watergate. Watergate ist ja schon, was ja schon sehr verschiedene Rollen und auch verschiedene Ziele, so nach dem Motto. Hier ist es ein bisschen anders. Also man merkt schon die Handschrift und man weiß, wenn man weiß, wer hinter Deep Print Games steckt, das ist hier dieselbe Person auch, die hinter Frosted Games steckt. Deswegen hätte Match of the Century problemlos auch bei Frosted Games erscheinen können. Es kommt schon hin. Und es ist ein bisschen anders. Ich finde Watergate noch mehr asymmetrisch. Es sind noch ein bisschen verzwickter. Hier geht's wirklich mehr so um dieses Mindset dieser Schacholympiade. Wie kann ich dem Gegner ein bisschen was wegziehen, so ein bisschen in diese Richtung reingehen. Finde ich jetzt also nicht hundertprozentig vergleichbar, hat aber beides seinen Reiz. Okay. Tillmann, was hast du denn so in der letzten Zeit viel gespielt? In letzter Zeit viel gespielt habe ich einiges tatsächlich, aber was bei mir besonders herausstricht in den letzten Monaten, würde ich sagen, seit ungefähr 2 Monaten spiele ich das intensiver, wenn ich dazu komme, mit meinem guten Sky-Team-Partner Thomas, ja, mein Co-Pilot, nee, ist nicht mein Co-Pilot, ist der Pilot, ich habe mich da untergeordnet, genau, Sky-Team, bei dem Spiel spielen wir im Prinzip ein Duo aus Pilot und Co-Pilot, die gemeinsam einen beliebigen Flughafen anfliegen wollen. Das Flugzeug sinkt dabei jede Runde im Prinzip in der Höhe und Ziel ist es, gleichzeitig mit der sinkenden Höhe am Flughafen anzukommen. Dazu müssen wir jede Runde ein Feld oder zwei Feld oder gar nicht fliegen und wir müssen das Flugzeug in der Balance halten dabei und noch zusätzlich müssen wir das Ladewerk ausfahren und wir müssen noch, glaube ich, die Landeklappen ausfahren und noch die Bremsen vorbereiten, um dann später zu landen. Wie machen wir das Ganze? Dazu haben wir, jeder hat 4 Würfel und vorher sprechen wir uns ab, denn wir würfeln die Würfel dann am Ende hinterm Sichtschirm und platzieren die Würfel nacheinander auf so einem sehr hübsch gemachten Playerboard, alles sehr thematisch, mit schönen Schalterchen, wirkt wie ein kleines Cockpit eben. Genau, die bewürfeln die Würfel, wie gesagt, dann liegen die Werte dann vor uns und dann setzen wir die nacheinander ein. Und das hat dann so ein bisschen so ein Vibe eines, würde ich sagen, Stichspiels im gewissen Sinne. Denn 2 der Würfel müssen immer auf bestimmte Werte platziert werden. Einmal geht es um die Balance des Flugzeugs. Da wird im Prinzip die Differenz berechnet. Also wenn, keine Ahnung, der eine Partner legt eine 4, der andere legt eine 3, dann kippt das Flugzeug eben in eine Richtung ab. Wir müssen es aber versuchen, möglichst gerade zu halten und wir müssen vor allem gerade landen. Ein bisschen Toleranz hat man da, während man fliegt. Es gibt auch später noch so Szenarien, da muss man an bestimmten Stellen eine bestimmte Stellung des Flugzeugs erreichen. Aber da habe ich jetzt schon gespoilert, genau, weil dass man das als Kampagne nämlich spielen kann, wenn man das möchte. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Art der Fortbewegung.
Da geht es darum, die Summe zu bilden von zwei Würfeln. Und je nachdem fliegt das Flugzeug weit. Das kann beeinflusst werden, je nachdem, ob Landeklappen schon sich geöffnet haben oder eben nicht. Und das Fahrwerk, genau. Schlussendlich, wie gesagt, das Tolle, was mich daran total begeistert, ist dieser Vibe eines Stichspiels. Wenn ich einen Würfel lege und im Prinzip damit meinem Mitspieler sagen will, ich habe nicht so hohe Zahl gewürfelt. Ja, wir hatten uns darauf geeinigt, da hochzulegen, aber sieht schlecht aus, ja. Und man wächst so da gemeinsam rein und die Szenarien werden auch wirklich dann deutlich kniffliger. Da gibt es noch so Module, die dann angedockt werden können, die das Spiel nochmal deutlich schwieriger machen, weil ich muss noch gleichzeitig auch immer aus meinem Flugweg immer Flugzeuge wegfunken. Das heißt, ich muss Würfel platzieren, einer bestimmten Wertigkeit oder einer bestimmten Entfernung Flugzeuge rauszufunken. Und genau, das spiele ich total gerne gerade, ja. Wenn ich dazu komme. Ja. Also ich habe das jetzt ein paar Mal auf WGA gespielt, weil da die Umsetzung ja auch schon dort ist. Und das spiele ich mit der Tina von Pile of Happiness. Liebe Grüße an der Stelle ganz kurz. Und das ist ganz witzig, weil wir sehen uns ja jetzt überhaupt nicht, sondern wir sind ja komplett sichtlos. Wir haben beide unsere Würfel und wir kommunizieren auch gar nicht. Aber es ist voll faszinierend, wie im Rahmen dessen wir tatsächlich, ich glaube, das ist jetzt unsere dritte oder vierte Kampagne, die wir spielen, gelernt haben, auf den anderen allein durch das Würfelplatzieren zu reagieren. Das ist wirklich, also das macht richtig Spaß. Aber man muss auch sehr aufmerksam sein. Man kann auch gerade bei diesen Szenarien ganz schnell eventuell einen kleinen Fehler machen und dann hat man das Flugzeug irgendwo an den Berg gesetzt oder in den Wind geschossen oder wie auch immer und ist abgestürzt. Ja, aber total. Ich finde, es hat nicht nur so ein Vibe vom Stichspiel, sondern auch ein bisschen was von The Mind, weil klar. Ja, es ist nichts sagen und trotzdem sich miteinander eingrooven. Ja? Ich bin total gespannt, wie das wird, wenn es mal auf dem Tisch liegt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass noch weniger Kommunikation läuft, nonverbal, sondern sehr viel mehr, weil man sieht dann die Augen, man sieht das Gesicht, man sieht, wie jemand gewürfelt hat. Da bin ich mal gespannt drauf, wenn es dann auf dem Tisch liegt. Im Moment ist es wirklich komplett stumm. Und es funktioniert trotzdem. Ja. Apropos Tisch, ich habe die Eckdaten vergessen. Ja. Skyteam ist momentan noch erschienen bei Scorpion Mosquée, glaube ich, ist der Verlag, wenn ich richtig bin. Also ich habe hier Unterlagen. Genau, bei Scorpion Mosquée kommt jetzt bei Cosmos raus. Ich habe jetzt zuletzt geguckt, ich glaube, es erscheint erst im April und nicht mehr in dem Jahrgang. Das ist so die Frage, wann es wirklich rauskommt. Cosmos will es jetzt im Frühjahr und dann lass uns mal überraschen, was Frühjahr ist. Wahrscheinlich wird es April werden. Soll auch jedenfalls vor Sommer bei Cosmos erscheinen. Genau. Genau. Autor ist Luc Raymond und Illustrationen sind von Eric Ibillaire und Adrien Rivet, glaube ich. Oder Rivet? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht aussprechen. Namen sind Schall und Rauch im Podcast. Wir sprechen die immer bestimmt falsch, aus Prinzip. Bestimmt. Meine Erklärung war sehr ä-lastig übrigens. Dafür bitte ich mich zu entschuldigen. Ja. Auch wenn man das nicht kann. Ja, also ich habe es aus diversen Gründen noch gar nicht gespielt. Also ich warte einfach, bis dann die deutsche Version draußen ist. Ich muss mir das nicht ans Bein binden, jetzt schon Spiele zu spielen, von denen ich weiß, dass sie bald kommen. Dann konzentriere ich mich lieber auf die Spiele, die gerade aktuell sind. Freue mich aber trotzdem sehr drauf. Hat mich schon auf der Messe sehr angesprochen in Essen. War ja auch so ein kleiner Geheimtipp, ein kleiner Hype. Hat Cosmos clever gemacht, dass sie vor der Messe schon gesagt haben, das kommt auf Deutsch. Ihr müsst euch gar nicht jetzt auf Französisch oder Englisch oder was auch immer besorgen. Nichtsdestotrotz haben das viele Leute gemacht und die es gemacht haben, sind eigentlich auch ziemlich begeistert. Also deswegen bin ich auch schon sehr, sehr gespannt und freue mich auch drauf, das dann wirklich mal auszuprobieren. Jenny, was hast du denn noch mit dabei? Ja, apropos kleines Spiel und apropos Vibes und überhaupt ohne große Sprache dem anderen vielleicht ein ganz kleines bisschen was auszuwischen. Ich habe ein kleines Spiel mitgebracht, das auch gerade so schon einen kleinen Hype erfährt. Das ist Surfosaurus Max. Heißt das? Das fällt allein schon durch die ungewöhnliche Covergestaltung auf mit diesem super schönen Dinosaurier, der da auf seiner Welle surft. Und wenn man das Spiel aufpackt, dann kommt einem auch gleich ein riesengroßer Holzmiepel entgegen in Form eines Sauriers. Also sehr animierend. Also mich hat das auf jeden Fall sehr animiert. Und was machen wir da? Wir spielen, jeder bekommt eine
gewisse Anzahl von Karten. Es gibt Karten in 7 verschiedenen Farben, Zahlen 1 bis 12. Und wir spielen reihum jeder 3 Karten aus. Ich glaube, also ich habe es nur zu dritt gespielt. Ich weiß nicht, wie es in anderen Konstellationen ist, aber zu dritt spielen wir reihum 3 Karten aus. Genau, 3 Karten aus. Das Besondere ist, dass wir am Ende, wenn alle 3 Karten ausgespielt haben, aus diesem ganzen Pool der ausgespielten Karten versuchen, eine Art Pokerhand zu bilden von 4 Karten. Und da wird geguckt, was die beste Pokerhand ist, mehr oder weniger. Entweder halt die Straße in der gleichen Farbe, das ist so die höchste Kombi, die man bilden kann. Wer daran beteiligt ist, der bekommt dann auch diese Karten als Punkte. Und das ist schon ein echt nettes Tauziehen während der Runde, so wenn man so sieht, wie sich die Zahlen entwickeln, wer was ausspielt reihum und will ich den einen vielleicht jetzt dem jetzt folgen oder folge ich dem anderen oder kicke ich vielleicht eine Karte raus, weil es fallen immer, wenn so eine Straße zum Beispiel liegt, fallen dann die niedrigeren Zahlen raus, die höheren werden gewertet, die sind aber auch weniger wert. Das hat schon recht viel Spaß gemacht, die paar Mal, die wir das jetzt gespielt haben, und das wird auch weiter auf den Tisch kommen, also da freue ich mich drauf. Eine Empfehlung, ja, tatsächlich, ja. Ich kann es verstehen. Der kann ich mich anschließen. Das war ja auch meine größte positive Überraschung von der Spiel in Essen. Das habe ich mich da schon erlebt. Und ich kann sagen, es lässt sich wunderbar auch zu 6 spielen. Dann spielt man übrigens nur 2 Karten aus. Dafür wird aber die Pokerhand mit 5 Karten gebildet. Es lässt sich auch gut zu 2 spielen, weil dann wird quasi ein Dummy-Spieler gemacht, der halt einfach dann für Unordnung sorgt. Also das finde ich schon wirklich gut bei dem Spiel, auch dass man von 2 bis 6 in unterschiedlicher Personenanzahl sehr, sehr gut spielen kann. Das funktioniert. Es gibt immer leichte Anpassungen. Die werden übrigens sehr, sehr gut auf so einem kleinen Beihilfeblatt erklärt. Also man kann das sehr, sehr schnell, kriegt man mit, wie viele Karten spielt man aus, wie viel kommen in die Wertung rein. Und da werden auch nochmal die Wertigkeiten der Pokerkombination aufgezeigt. Also das finde ich schon redaktionell sehr, sehr gut gemacht. Nur über die Grafik dürft man gerne nochmal. Ja. Darüber ist ja auch schon gesprochen und geschrieben worden, dass dieses Weiß ein bisschen vorherrschend ist. Ich habe mich an den Symbolen entlang gehangelt. Die Männer haben sich an den Dinosaurierfarben entlang gehangelt. Das ist faszinierend. Also die Karten bestehen einfach aus Farben, Punkt. Ja, und zwar entweder ist das der Dino orange oder der Hintergrund ist orange. Und dann spiele ich eine Karte aus und sage, ich habe die orange 10 gespielt. Und er sagt, das ist gar nicht die orange gespielt, du hast ja die gelbe gespielt. Weil der hat auf den Dino geguckt und ich habe auf die Hintergrundfarbe geguckt. Und ein dritter guckt auf die Farbe der Welle und eine vierte Person guckt auf das Symbol, weil irgendwo so eine kleine Ananas abgebildet oder sonst was. Ja. Das ist schon nicht ganz so eindeutig, wer mit was redet. Sagen wir mal, ich finde es sehr mutig illustriert, im positiven Sinne, und sehr auffällig. Eine erfahrene Redaktion hätte vielleicht noch den einen oder anderen Handschritt gemacht, beziehungsweise das hat der Verlag auch angekündigt, sie wollen dafür die 2. Auflage da auch nochmal ein bisschen rangehen, um so die ganz, ganz großen Irrtümermöglichkeiten einzuschränken, aber der Stil als solches bleibt natürlich, weil es ist ja auch was Besonderes und es scheiden sich die Geister, aber ich finde es lieber mutig, so zu machen, als eine 0-15 Gestaltung hat was. Also das Spiel lebt auf jeden Fall voll von dieser Gestaltung und ich würde daran nichts ändern. Halt, okay, die Karten etwas auffälliger machen, das ist klar, das ist gelb und nicht weiß. Damit gehe ich d'accord. Mir ist beim Regeln durchlesen, das ist ja schon ein deutscher kleiner Verlag, oder? Ja. Beim Regeln durchlesen ist mir aber eine Formulierung aufgefallen, da bin ich wirklich drüber gestolpert. Ich müsste das jetzt mal rausholen, das fand ich sehr bemerkenswert und darüber haben wir auch so ein bisschen diskutiert. Moment, ich raschel mal hier kurz ein bisschen, wenn ich es jetzt gleich finde. Und zwar steht da drin, also man spielt ja 2 Runden und hier steht das so nett drin. Jetzt habe ich nur die deutsche Anleitung. Das darfst du dann alles ein bisschen rausschneiden eventuell. Also hier steht, das Spiel endet, nachdem jeder die richtige Anzahl an Runden Startspieler war. Das fand ich sehr umständlich ausgedrückt. Und ich musste das 2-mal lesen. Ich so, wie? Also jeder ist 2-mal Startspieler. Und dann haben wir kurz darüber diskutiert, bis wir uns da einig waren. Ja. Nee, ich finde das Entscheidende ist wirklich, das Spiel lebt aber vom Table Talk. Also nach dem Motto, ich spiele eine Karte aus und mache ein Angebot und sage, so, ich habe jetzt hier die 10 ausgespielt, wer möchte denn noch 10 ausspielen? Und die Person danach, ich lege mal eine 9, weil mit einer 9 könnte man vielleicht eine Straße bilden. Die dritte Person legt auf einmal eine 9.
auch eine 9 und schon sind 2 9 da, sodass möglicherweise die 9 das Zahlen Quadruppel bilden oder was auch immer. Und schon wird diskutiert, dann fange ich, der die 10 ausgespielt hat. Moment, wir wollten noch die Straße, oder? Und also man versucht eigentlich immer über diesen Table Talk die Leute zu beeinflussen und dann lebt das Spiel auch. Wenn man das wirklich nur stumpf und still vor sich hinspielt, dann merkt man, dass das Spiel wenig Substanz hat als Spiel als solches, sondern es lebt wirklich von den Personen. Aber das kann man gar nicht stumpf spielen. Ich konnte das jetzt zu zweit auch nicht so wirklich nachvollziehen, ja, weil es genau da nämlich so stumpf abläuft. Ich fand es aber trotzdem, man hat den Vibe schon gespürt, wo die Reise hingeht. Die Illustrationen fand ich auch grell und cool, aber eben zu uneindeutig, um wirklich so im Affekt und vor allem mit wenig Spielern das ordentlich zu spielen, weil ich finde, das hat eben auch eine niedrige Einstiegshürde im Prinzip, gerade dadurch, dass ich Pokerhände im Prinzip benutze, dass ja dann doch relativ viele Leute kennen. Ja, genau. Außer mir. Ich musste ständig immer aufs Beiblatt gucken. Was ist jetzt für Aber da gibt's ein Beiblatt. Genau. Ich sag jetzt nochmal ganz kurz die Eckdaten. Also, das Spiel ist von Ikwan Kwon, Verlag Lucy Goosey und illustriert, das wollen wir ja nicht unterschlagen, ist es von Matthias Mödel. Genau. Jetzt wisst ihr's. Na gut, perfekt. Wir wollten ja bisschen kürzer. Wir surfen jetzt weiter, Tobias. Dann surfen wir weiter. Aber Cocktails haben bei dem Spiel jetzt nicht vorgestellt, oder? Ich glaube, habe ich nur abgespeichert. Vor allem, es gibt ein Surfbrett mit Ananas-Optik. Und wenn mir jemand dieses Surfbrett mit Ananas-Optik wegnimmt, bin ich stinkig, weil das ist mein Surfbrett. Das möchte ich schon. Ich glaube, auf den Rückseiten der Karten gibt es durchaus Cocktails. Ich glaube. Kann sein. Naja, egal. Aber die Hibiskusblüte ist schon mal da. Und bei Skyteam gibt es Kaffee. Ja, immerhin. Ohne Schuss, das weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ja, ich bin kein Kaffeetrinker, damit kannst du mich jetzt nicht locken. Überzeugen, schade. Na gut, dann gehen wir doch mal auf den Schmecksteil. Na, schmeckt? Gut, wir haben ausgemacht, dass ich anfange. Ich habe das Spiel Ready, Set, Bet dabei. Das ist von John DeClair und erschienen im Deutsch bei Strohmann Games. Ursprünglich, glaube ich, AEG. Und bevor wir uns darüber austauschen, dürft ihr euch jetzt erstmal anhören, wie das Spiel funktioniert. Ready, Set, Bet von John DeClair. Erschienen bei Strohmann Games. In Ready, Set, Bet platzieren wir Wetten in 4 aufeinanderfolgenden Pferderennen. Für die jeweiligen Rennen besitzen wir alle ein Set von Wettmarkern mit unterschiedlichen Werten. Nach jedem Rennen werden die Wetten ausgewertet, indem der Wert des Markers mit der Wettquote für das jeweilige Pferd multipliziert wird. So erhalten wir Geld für unsere erfolgreichen Wetten, müssen aber auch Geld für falsche Wetten abgeben. Am Ende des langen Renntages gewinnt die Person, die das meiste Geld gewonnen hat. Die jeweiligen Rennen werden durch das Werfen von 2 Würfeln simuliert. Die Summe der Würfel gibt an, welches Pferd sich bewegt. Sollte dabei eine Zahl direkt hintereinander nochmals gewürfelt werden, darf das Pferd Bonusschritte ausführen. Diese sind abhängig von der Wahrscheinlichkeitsverteilung. Je wahrscheinlicher ein solcher Doppelwurf ist, desto kleiner ist der jeweilige Bonusschritt. Das Pferd mit der 4 bewegt sich 3 Schritte vor, das mit der 8 nur einen und das Pferd mit der 7 hat diesen Bonus gar nicht. Sobald ein Pferd die Ziellinie überschreitet, endet das Rennen und die Plätze 2 und 3 werden durch die aktuelle Position bestimmt. Die durchgeführten Wetten werden auf einem zentralen Spielplan festgehalten. Dabei kann jedes Wettfeld nur von einem Marker besetzt werden. Da wir alle simultan spielen, kann es also ein Gerangel um besonders lukrative Wettfelder geben. Je früher wir dabei unsere Wette platzieren, desto eher ist das gewünschte Feld noch frei. Je später wir dahingegen wetten, desto besser können wir das Ergebnis am Ende des Rennens abschätzen. Zusätzlich zu den klassischen Platzwetten für die ersten 3 Plätze sind immer noch zusätzliche Sonderwetten im Angebot. Dabei wetten wir beispielsweise auf ein besonders enges Rennen oder dass ein bestimmtes Pferd am Ende weiter vorne ist als andere. Ich
So funktioniert Ready, Set, Bet. Und ich frage einfach mal in die Runde, habt ihr es gespielt? Ja. Ja. Na dann, mit wie vielen Leuten habt ihr es denn gespielt? Nicht ganz unterschiedlich. Also meistens waren es so um die 6 Leute. Also ich glaube, ich habe so 5-6 Partien habe ich das gespielt über die Jahre. Ich habe das tatsächlich damals direkt nachdem es bei ERG rauskam, war das bei einer der Großveranstaltungen bei uns am Tisch. Ich glaube, der Andreas hat das mitgebracht von den Board Game Monkeys. Genau, schöne Grüße, sollte das hier hören. Genau, und ich fand das sehr drollig unterhaltsam. Also halt ein großes Gerangel, ne? Und also mechanisch brauchen wir ja nicht so drüber reden, aber es lebt halt sehr von dem Event-Charakter. Ja. Aber ich gebe gerne noch an dich weiter, Jenny. Ja. Bevor ich alles erzähle, was ich darüber denke. Ja. Also ich habe es jetzt relativ neu erst bekommen und gespielt und insgesamt, glaube ich, 4-mal gespielt. 2-mal in der Stadtbücherei und 2-mal zu Hause an Weihnachten. Und wir waren auch ungefähr um die 6 jeweils, also sowohl in der Stadtbücherei als auch zu Hause. Aber bei uns ist das Spiel weder in den 2 Gruppen in der Stadtbücherei noch zu Hause so richtig gut angekommen. Also es hat nicht so dolle gezündet. und wir haben es auch in den 2 Variationen gespielt. A, dass einer mal den Würfler gemacht hat und B, einmal über die App. Also so viel Erfahrung dazu. Bevor ich jetzt vielleicht mehr sage. Ja, aber da können wir mal kurz einhaken. Also ja. Wichtig ist ja, es gibt ja eine Regel, dass es gewürfelt wird. Das ist für, wenn wir wirklich ohne eine App spielen, die nämlich dazu da ist, mehr oder weniger diesen Würfler zu simulieren, muss das eine Person übernehmen und das ist Stress. Wenn ich nämlich würfeln soll und dann nebenbei noch Wetten platzieren, weil ja alles simultan geht, da braucht man schon entweder viel Erfahrung bei dem Spiel, um zu wissen, grob, wo was ist, oder man muss sagen, also ich habe es neulich gemacht, ich habe gewürfelt, ich habe gesagt, so nach 5 Würfeln mache ich mal eine kurze Pause, dann gucke ich nämlich mal kurz auf den Spielplan, welche Wetten noch frei sind, dann wette ich und dann würfel ich weiter. Es gibt dann noch eine Variante, wo mehr oder weniger das noch aufgefangen wird, es wird auch gesagt, man soll diesen Würfel weitergeben, aber kurz und gut, ich kann sagen, wenn ihr die App habt und ihr habt die Möglichkeit, die zu nutzen, einen kleinen Bluetooth-Lautsprecher dabei zu haben, dann nutzt die App, weil die ist wirklich, funktioniert gut, es ist schön eingesprochen, es sind noch so Hintergrundgeräusche da, das tut also die Atmosphäre nochmal deutlich verstärken. Was jetzt nicht heißt, dass das Würfeln nicht geht, das funktioniert auch und auch da ist eine Spannung mit dabei. Also ich finde, ich finde immer, wenn eine App mir ein Würfelergebnis vorgibt, dann denke ich, und jetzt 2-mal die 12 hintereinander, ist ja ein bisschen komisch so ungefähr. Wenn aber die Würfel wirklich so fallen, dann hat das eine ganz andere Relevanz, würde ich es vielleicht sagen, und einen anderen Erlebnischarakter. Also ich finde, das Würfeln hat durchaus schon seinen Reiz, aber die App macht es halt wirklich leichter, dass alle gleichberechtigt teilnehmen können. Ich würde das tatsächlich noch ergänzen. Es kommt ein bisschen drauf an, ob sich jemand bereit erklärt, wirklich den Game Master zu machen. Ja, also die Variante zu sagen, ich spiele da noch nebenbei die Wette mit, da verliert das Spiel eigentlich jeden Flair, den es haben könnte. Weil eigentlich brauche ich jemanden, der wortstark ist, wirklich mitreißen kann und dann würfelt. Ja, und dann wirklich auffordert zu wetten, ja, und ein bisschen wirklich, so ein bisschen, weiß nicht, Marktschreier-Charakter da reinbringt. Und dann fand ich das ein ganz besonderes Erlebnis. Das macht natürlich nur fast niemand oder es kommt selten vor. Da muss jemand Lust drauf haben. Wir hatten das häufig halt gespielt auf Veranstaltungen, wo viele Spiele gespielt wurden. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe es vor allem mit viel Spielern gespielt. Und da ist es ja auch so ein bisschen nach, keine Ahnung, 3 Stunden Wasserkraft, dann spielt man jetzt was Auflockerndes. Ich bin mir nicht sicher, ob das Spiel in wenig Spielerrunden so mega gut ankommt. Da hätte ich meine Zweifel. Ich habe so das Gefühl, generell bei Ready, Set, Bet, dass ich ein Spiel vor mir habe, wie so diese alten Roulette-Koffer, die man irgendwie zu Weihnachten in den 90ern verschenkt hat. Und dann nimmt man dieses Plastikroulette dann raus und dann spielen wir jetzt mal eine Runde Casino. Ja, und so in etwa fühlt sich das für mich tatsächlich an. Neben allem Gerangel, und das ist wirklich lustig auch, ja. Also zumindest in unseren Runden war es immer sehr unterhaltsam. Ja. Also da kann ich gleich einhaken. Also ich bestätige das, was du sagst, Tillmann. Also ich hatte ziemlich schnell das Gefühl, und ich habe ja eher mit wenig Spielern dieses Spiel gespielt, dass genau deswegen es so ein Achselzucken hinterlassen hat, so nach dem Motto, ja, wo ist jetzt hier das Spiel? Wir tun jetzt einfach hier unsere Chits setzen und das war's so ungefähr.
Ich persönlich habe ich habe einmal den Game Master gespielt. Mir ging es dann in der Rolle so, ja, du kannst dann marktschreierisch da die Würfelergebnisse ankündigen. Mir ging es irgendwann so, ja, jetzt sage ich schon wieder dasselbe. Und ich sag schon wieder, jetzt nur noch ein Platz bis zur roten Linie und jetzt haben drei Pferde schon, jetzt ist Schluss, keine Wetten mehr. Also und ich gleichzeitig hatte ich auch das Gefühl, also ich selber hatte vorher gedacht, das Spiel läuft ein bisschen schneller ab, also noch schneller. Aber wenn du würfelst, dann hatte ich das Gefühl, oh, es wird richtig langsam. Dieses Tableau, wo diese Pferdchen drauflaufen, ist super mini. Also wenn da 6 oder 7 Leute am Tisch sitzen, dann musst du ja, wenn du am anderen Tischende sitzt, siehst du überhaupt gar nicht, welche Pferde da im Prinzip ziehen. Da finde ich dann, der Bildschirm ist dann fast noch besser. Also das hat dann schon so den Charakter rausgenommen und ich habe dann auch gleich gedacht, okay, das ist ein Spiel für Spieler, die das Spielen feiern, also die sich drauf einlassen und das dann richtig hochleben lassen, aber für Leute, die ganz normal ein Brettspiel spielen wollen, ist das erstmal so, so war meine Erfahrung, genau. Ja, das kommt bei mir, ist für mich gar nicht das Thema Hobbyspielende oder wenig Spielende, sondern wirklich, wie bin ich dem Thema Wetten gegenüber eingestellt. Also ich habe das auch mit einer Gruppe gespielt, die wenig spielen, die aber, wo der eine gesagt hat, ey, der geht mit Freunden auf die Rennbahn um ein Wochenende mal und dann machen sie gemeinsam Pott und dann wetten die. Und der ist natürlich voll abgegangen bei dem Spiel, weil er das alles wiederentdeckt hat und konnte quasi einsetzen, ohne dass er sein Geld verliert. Also es kommt so eher so ein bisschen drauf an, wie man da eingestellt ist. Ich habe das auch mal im Kollegenkreis gespielt, habe einen Spieleabend mit Kollegen gemacht und das war natürlich dann wiederum eine schöne, es sind auch nicht viel Spielende logischerweise, aber da hat man natürlich, man kennt sich untereinander und dann fängt natürlich an zu frotzeln. Also dann weiß man, hier, jetzt hast du mir schon wieder den Platz weggemacht und ja, ich weiß, dass du nicht rechnen kannst, du weißt doch, das Platz ist ja viel besser. Also dann fängst du diese Frotzelei untereinander an und das kann im Endeffekt das Spiel. Das Spiel selbst ist mechanisch überschaubar, nenne ich es jetzt mal. Und im Endeffekt lebt es wirklich davon, wie die Menschen die Stimmung dort reinbringen. Und wenn die darauf auf sind, da jetzt das zu feiern, dann wird das halt auch genial, das Spiel. Es gibt ja noch diese Zusatzregel. Also ich sag immer, es gibt so ein Grundspiel, das mit diesen Zusatzwetten. Und dann gibt es ja auch die Möglichkeiten, nur mit VIP-Karten reinzubringen. VIP-Karten ist, dass jede Person quasi eine eigene Funktion hat. Und da finde ich, da steigt es dann aus, weil da fängt jetzt auf einmal jeder genau immer auf seine Karten zu gucken, was können die nochmal? Und da fehlt einfach der Fluss, der weg ist. Das einfache Grundspiel, es ist klar, es liegen alle Wetten offen. Die einzige so ein bisschen komplizierter, diese Zusatzwetten, ist jetzt die 9 vor der 4 und 8. Da muss man schon ein bisschen nachdenken, aber das reicht. Sobald ich aber diese VIP-Karten reinbringe, wird es für mich einfach schon einen Ticken zu komplex und es tut einfach diesen Spaß rausnehmen, weil auf einmal wirklich mehr nachgedacht wird. Und das Thema, was du gesagt hast mit diesem zu lang, das sehe ich auch durchaus. Deswegen, da ist die App von Vorteil, weil man da auch die Geschwindigkeit einstellen kann. Dann kann man wirklich, das geht dann teilweise ratzfatz, was beim Würfeln gar nicht so einfach ist. Nichtsdestotrotz sind 4 Rennen, es wird ja über 4 Rennen gespielt, auch schon ein Punkt, wo man gesagt hat, so nach 2-3 Rennen könnte man sagen, die Luft ist raus. Ein 4. Rennen macht man halt mal, weil es halt dann noch dazu ist. Aber eigentlich wäre nach 3 Rennen wäre auch gut gewesen. Also das ist so meine Erfahrung mit dem Spiel. Ich glaube, wir haben es auch so gehausregelt, dass wir tatsächlich auch nur 3 Rennen gespielt haben, weil die Luft dann tatsächlich raus ist. Ja, da hast du recht. Wir waren in der Vielspielerrunde, entsprechend wurden die VIP-Karten natürlich mit dazugenommen, ist doch klar. Ja, kann ja nicht schaden, immer alles zu nehmen. Ich sehe das aber genauso. Es ist ja am Ende kein taktisches Legespiel, ja, sondern am Ende entscheide ich einfach aus dem Bauch heraus. Ja, das sehen vielleicht andere anders, aus dem Bauch heraus, was wird wohl passieren, ja. Und das nimmt dann so eine Gedankenkraft ein, die es eigentlich einfach nicht braucht, sondern das sollte davon leben, aus dem Bauch heraus gespielt zu werden und gelebt zu werden, ähnlich wie ein Rollenspiel, ja. Ja, wobei ich finde, was man schon nochmal sagen muss, also die mechanische Idee mit diesem Würfelverteilung, also wenn man wirklich nichts machen würde, einfach summen, dann hätte die 7 gewonnen, Punkt. Aber ich finde, das haben sie richtig gut gelöst, dass man einerseits diese Bonusschritte macht, das ist ein guter Kniff, dass man auch sagt, die 2 und die 3 sind quasi einfährt, diese Zahlen, dass auch diese Wahrscheinlichkeit sehr geringen Zahlen dann doch öfters vorkommen und auch natürlich, wie dieses Wetttableau ist, also ich halt auf der 7, wenn ich auf die 7 wette, was der große Favorit ist, ich weniger Punkte bekomme, als wenn ich auf die 12 wette. Das finde ich, tut auch diesen Pferdesport ganz gut abbilden, weil natürlich gibt es vor jedem Rennen einen Favoriten, der hat eine Quote von 1, was auch immer und es gibt einen Außenseiter, der hat eine Quote von 12 und das kann in einem Rennen halt mal laufen, dass auch der mal gewinnt und das wird mit dieser Art des Wetteinsatzes eigentlich sehr, sehr gut wiedergespielt. Das gefällt mir alles schon sehr, sehr gut und mir gefällt auch die klare Optik sehr, sehr gut. Also Jenny hat es richtig gesagt, dieses Fitzelchen mit den Holzpferden,
wenn man dann mit der App spielt, ist es eh egal. Da kann man eine Theorie auf dem großen Bildschirm machen. Aber ich finde dieser Spielplan mit den großen Sachen, mit den Jetons-artig, die man da drauflegt, was so ein bisschen an Casino erinnert. Und auch ich habe immer gesagt, Leute, tut die Stühle weg, wir stellen uns da dran, weil im Sitzen macht das überhaupt gar keinen Sinn. Man muss da stehen und man muss da seine Chips immer in der Hand haben und man traue ich mich und dann will ich gerade, jetzt hat aber der andere gerade sich vorhin hingesetzt. Das ist natürlich schon Stimmung und das gefällt mir an dem Spiel sehr, sehr gut. Und ansonsten, was ich zugute lässt, dann bin ich eigentlich fast schon fertig. Ich habe euch bewusst nach der Personenanzahl gefragt und ich finde, ihr habt da diesen Sweet Spot auch erreicht. Also mit 5, 6 Leute, finde ich, ist das Optimale. Wenn man das mit mehr als 6 spielt, dann wird man mit weniger Chips spielen, aber die Plätze sind schon arg belegt. Also dann ist man eigentlich dazu gezwungen, sehr, sehr früh zu setzen und dann tut es auch den Reiz nehmen, dass ich mich doch mal warten kann, so ungefähr, weil bei so vielen Leuten muss ich eigentlich immer sehr, sehr schnell sein, damit ich überhaupt noch was abbekomme. Und mit 3 oder 4 Leuten ist es eigentlich auch wiederum zu wenig, da passiert zu wenig, um einfach mit den Leuten auch in Kontakt zu kommen oder interagieren. Deswegen, ich finde, den Sweet Spot ist durchaus bei 5 bis 6 Personen. Und dann kann's mit den richtigen Leuten richtig Laune machen. Wobei ich darauf hinweisen möchte, auf mit mehr Personen ist natürlich cooler, weil ich mich so durchrangeln muss, also um ans Board zu kommen. Ich finde, das hat auch Flair, aber ja, du hast vollkommen recht, du platzierst halt dann sehr früh und dann warten alle im Prinzip darauf, dass das Pferdchen endlich über die rote Linie hüpft, ja, genau. Ja, okay. Also, ich denke, ich werde es sicher nochmal ausprobieren. Es hat halt leider in diesen 4 Partien nicht so wirklich gezündet und deswegen habe ich es jetzt auch nicht nochmal rausgeholt. Ja, es ist jetzt auch nicht das Spiel, was man gespielt haben muss. Aber wie gesagt, wenn man in der richtigen Runde ist und auch, wie gesagt, wenn man so gut zum Auflockern oder wie ja der Tilman ganz gut gesagt hat, so nach 3 Stunden Wasserkraft, so, ach komm, wir haben noch eine halbe Stunde bis zum Abendessen bei so einer Con, dann lass uns nochmal kurz Ready fürs Bett rausmachen und dann ist es genau das Richtige, dann lockert das auf und dann man muss halt damit leben, dass der Einfluss gegen Null geht, weil im Endeffekt fallen die Würfel, wie sie wollen. Und ich kann natürlich, ja, ich sehe halt die Wahrscheinlichkeit, denkt, naja, nochmal die 6 wird nicht fallen, aber natürlich fällt sie oder nochmal die 12. Aber ich habe natürlich null Einfluss dahinter. Aber das macht ja trotzdem. Und normalerweise ist es auch so, am Schluss, wenn es wirklich knapp ist, dann wird geschrien, die 5, nein, die 7. Und wenn das der Fall ist, dann ist auch der Raum, gucken auf einmal alle Leute, was passiert denn dort? Weil man kann das auch nicht ruhig spielen. Und wenn das da ist, dann ist das Spiel super. Und wer aber darauf keine Lust hat und sagt, ist ja doof, ich mach am Anfang meine 4 top und dann warte ich ab, was passiert. Ja, wenn man mit solchen Leute spielt, dann ist das falsche Spiel. Also ja, mit denen kann man sowas einfach nicht spielen. Das muss dann einfach dazu passen. Das ist genauso wie Top 10, kannst du auch nicht mit allen Leuten spielen. Ist so. Ja. Nee. Gut, dann machen wir doch einen Deckel drauf. Ich rate nochmal kurz so die Statistikdaten. Ready, Set, Bet war das von John DeClair. 2 bis 9 Personen. Spielzeit wird angegeben, 45 bis 60 Minuten. Und die Illustrationen sind von Kirk W. Buckendorf und Athena Cagle, möglicherweise richtig ausgesprochen, ich bin mir da unsicher. Schönes Spiel für mehrere Personen. Probiert's einfach mal aus und mit der richtigen Laune funzt das auch. Jenny, du darfst übernehmen. Ich? Neues Spiel, neues Glück. Ah, nee! Nein, ich glaube, der Tilman ist jetzt dran. Emission, ich darf doch Emission übernehmen. Emission von Matt Leacock und Matteo Menapass, erschienen bei Schmidt Spiele. In Emission versuchen wir, die aufkommende Klimakatastrophe zu verhindern. Dazu müssen wir schnell den weiteren CO2-Ausstoß begrenzen, um einerseits den stetigen Temperaturanstieg einzubremsen und andererseits mögliche Klimakipppunkte auf der Erde zu vermeiden. Dazu hat jede spielende Nation 5 Projektslots zur Verfügung. Dort liegen zu Beginn schon Karten aus, deren Aktion wir dann nutzen können. Zusätzlich haben wir noch Handkarten zur Verfügung. Diese können wir ausspielen, um entweder eine dieser Projektaktionen zu ermöglichen oder aber die Aktionen zu verstärken, weil alle Karten bestimmte Symbole zeigen, die aufeinander Einfluss haben. Zusätzlich können wir auch mit unserer Karte einen Projektslot neu besetzen, sodass uns dort nun eine neue Aktion zur Verfügung steht. In den seltensten Fällen können wir dabei Karten miteinander tauschen. Vielmehr sind wir in erster Linie für unsere Nation verantwortlich, um dort umweltfreundliche Energie zu produzieren und Emissionen durch Industrie, Verkehr und so weiter zu reduzieren. Zu Beginn einer Runde können wir uns aber auf wenige globale Projekte einigen,
die wir unterstützen können, um uns gegenseitig ein wenig zu helfen. Denn in Emission spielen wir kooperativ gegen das Spiel. Wenn wir mehr CO2 erzeugen, als die Natur durch Wälder und Gewässer speichern kann, müssen wir eine neue Runde beginnen. Da wir insgesamt nur 6 Runden Zeit haben, sollten wir uns also beeilen. Zusätzlich verlieren wir auch schon vorher, wenn eine Nation zu viele Notstandsplättchen aufnehmen muss. Diese erhalten wir in der Regel durch ausgelöste Krisen am Rundenende. Manche dieser Krisen können wir vorhersehen und frühzeitig darauf reagieren. Die meisten Krisen überraschen uns aber. Gut, wunderbar. Das war die fantastische Regelerklärung zu Emission. Und ich kann jetzt einfach starten mit der Frage, wie euch Emission gefallen hat. Ich kann nur schon mal sagen, dass wir uns ein bisschen näher über Emission kennengelernt haben, weil ich habe einige Leute angeschrieben und habe sie gefragt, ob sie das bitte auch nochmal spielen könnten, weil bei uns die Partien zu leicht waren. Ja, und das überhaupt nicht, also kein Mensch hat das erzählt, dass die zu leicht wären. Es wird allgemein gesagt, dass es eher sportlich schwer ist, und ich hatte jetzt auch mal eine Partie, wo es sportlich schwer war, aber das ist in der Regel, zumindest, wir hatten das Kartenglück anscheinend auf unserer Seite. Genau, insofern, mich begeistert, ich moderiere es trotzdem nochmal anders an. Mir blutet nämlich so ein bisschen das Herz bei Emission. Ich liebe diesen Kartenmechanismus von Emission, das kann ich jetzt schon mal so sagen. Ich finde den toll, ich finde den unglaublich wirkungsvoll, ich kann mich unglaublich clever fühlen, wenn ich dann meine Karten richtig ablege. Das ist natürlich eher ein bisschen solitäres Puzzle, aber das stört mich gar nicht weiter, weil ich finde, das ist thematisch auch irgendwo gedeckt. Ja, jede Nation muss eben die eigenen gesellschaftlichen Themen und Probleme irgendwie behandeln. Und dann lege ich diese Karten dahin und reduziere CO2, und das ist ganz toll wirkungsvoll. Nur was in unseren Partien immer gefehlt hat, war eine konstante Spannungskurve. Und das hat jetzt erstmal gar nichts mit dem zu leicht zu tun, sondern es hatte was damit zu tun, dass wir entweder es sehr absehbar war, dass wir scheitern werden, oder es war einfach vorbei. So, und es hat sich nicht angefühlt wie so ein Matt Leacock-Moment, ja, wo ich so denke, ah, mit der letzten Karte, da haben wir die Welt gerettet. Oder hey, wäre da die, doch, einmal hatten wir eine Partie, wo eine bestimmte Krise, wäre die anders gelaufen, hätten wir die Partie gewonnen. Genau. Aber auch das fühlte sich sehr beliebig an. Weniger, dass wir das in irgendeiner Form kontrolliert hätten können. Das ist natürlich, da kann man natürlich über das Thema auch kommen, aber darüber können wir auch gleich reden, glaube ich. Ja, genau. Ich glaube, was wir als erstes machen müssen, ist, der Punkt bei dem Spiel ist, es gibt quasi einen Lösungsweg. Also wenn man ungefähr weiß, auf was man achten muss am Anfang, dann ist das Spiel definitiv leichter, als wenn man sich erstmal da rantasten muss. Der Reiz des Spiels ist es aber durchaus, ja, diesen Weg erstmal festzulegen, und deswegen würde ich von vornherein erstmal sagen, wir lassen das jetzt, wir gehen da nicht zu sehr ins Detail, wie mehr oder weniger dieser Lösungsweg ist, weil das ja durchaus Interesse des Spielenden sein kann, diesen Lösungsweg zu finden. Aber das hast du ja schon ganz richtig gesagt, du hast das Gefühl gehabt, du hast das ja auch angeschrieben, ey, ist das wirklich so leicht? Weil eigentlich gewinne ich ja jede Partie. Das ist vor allem bei Solo-Partien, habe ich dir relativ schnell bestätigt, weil das sah ich eh nicht. Ich fand es dann im Mehrpersonenspiel, habe ich länger gebraucht, bis ich mehr oder weniger da das Gefühl hatte, okay, jetzt bin ich soweit, und sage ich auch jetzt noch, so 85% der Partien gewinnt man, wenn man nicht mit diesen Herausforderungskarten spielt. Mhm. Das ist für mich aber der entscheidende Punkt. Diese Herausforderungskarten, die sind ja nicht ohne Grund mit reingelegt worden, weil ich denke, dass das durchaus im Sinne der Autoren war, dass man erstmal ein Spiel macht auf Kennerniveau, wo man sich erstmal rantasten muss, bis man weiß, wie es zu lösen ist. Und dann kann man aber, wenn man gemeint, diesen Weg gefunden zu haben, sich mit diesen Herausforderungskarten da noch retten, in Anführungszeichen, dass man da wieder diese Spannungsmomente reinkommt, um dieses Spiel zu machen. So, und jetzt ist aber der entscheidende Punkt, ist das Thema Immersion mehr oder weniger. Was du ja so schön gesagt hast, was ich auch richtig finde, bei Pandemie spitzt sich so diese Lage zu. Und bei E-Mission ist es ja eher so, dass am Anfang prasselt alle auf dich rein, und so nach der ersten Dings war ich so, oh Gott, wenn das immer so weitergeht, wir werden ja, es wird ja überhaupt keine Chance sein. Und irgendwie flacht dann so dieser Druck von außen flacht dann ab, bis man irgendwann den Punkt gefunden hat, der teilweise recht früh, so nach 3 Äras, vielleicht nach 4 Äras sein kann, wo man dann diesen Wendepunkt erreicht hat. Und das ist natürlich ein anderer Spannungsmoment als den, den man bei Pandemie hat, wo sich quasi immer aufbauscht, immer mehr wird. Das ist schon, finde ich, vom spielerischen, vom Gefühl her schon ein deutlicher Unterschied. Finde ich persönlich jetzt gar nicht so schlimm, weil
es sind halt auch zwei verschiedene Spiele. Also wenn ich das eine will, kann ich Pandemie machen, das andere ist andere. Also ich finde das, sehe das gar nicht so als negativ an. Aber jetzt habe ich schon ganz viel gesprochen. Ich möchte gerne die Jenny mal zum Wort kommen lassen. Ja, für mich ist es jetzt hier nicht so ganz so leicht einzusteigen, weil ich habe es ja schon am Anfang ein bisschen geteasert, dass ich hier zwischen eure Fronten reingekommen bin, etwas unbedarft sozusagen. Und zwar, ich muss diese Geschichte einfach kurz erklären. Tobias schrieb mich irgendwann auf BGA an und erklärte mir rudimentär die Regeln und wir fingen eine Zweierpartie an. Genau parallel hast du mir, Tillmann, irgendwie eine Sprachnachricht geschickt, dass ich doch bitteschön E-Mission spielen soll. Das sei so ein cooles Spiel. Daraufhin, weil ich dann in so einer Halbpartie mit dem Tobias gesteckt habe, habe ich mir das Spiel dann geholt, habe es dir dann auch irgendwann gesagt, ich habe jetzt das Spiel, das war 2 Tage später. Und dann hast du gesagt, verkauf's wieder. wie hast du dich ausgedrückt, eine enttäuschte Liebe. Und ich so, wie, was, wo? Und dann hast du ausgepackt. Ne? So, ich dann wieder rüber zu Tobias auf BGA und habe ihm dann sozusagen auf BGA mitten in unserer ersten Partie, nach unserer ersten Partie, die wir krachend verloren haben, weil ich mehr oder weniger nicht wusste, was ich da tue, erklärt, was du mir so gesagt hast. Und dann haben wir das zusammen versucht. Und im Prinzip ab dem zweiten oder dritten Mal hat das dann funktioniert. Mein Problem war, ich habe es dann nochmal auf 2-3 Mal nochmal auf BGA mit völlig fremden Leuten gespielt. Also Zug passiert, null Kommunikation, zu dritt, zu viert. Es hat immer spätestens nach der dritten Runde geklappt. So. Und ich hatte dann überhaupt gar keinen Antrieb mehr, das auf den Tisch zu bringen, weil ich eigentlich... Und ich habe viel darüber nachgedacht und habe gedacht, schade, ich habe genau das, was ihr zwei hattet, ich habe das Spiel überhaupt nicht entdecken können. Also ich kann jetzt überhaupt nicht so meine Erfahrungen sagen, wie ich an dieses Spiel rangegangen ist. Ich habe es überhaupt nicht erlebt, wie das immersiv sein kann. Ich habe es wirklich rein mechanisch gelernt und habe im Prinzip sofort gelernt, wie man es austricksen kann oder wie man es gut spielen kann, sage ich mal. Und das ist halt meine Erfahrung mit dem Spiel. Ich habe es einmal auf den Tisch gebracht und alles in mir war dann plötzlich Alpha-Spieler. Das war ganz schlimm. Da habe ich gedacht, das nächste Mal, wenn ich es auf den Tisch bringe, erkläre ich einfach nur die Regeln und überlasse den Leuten dann das Spiel selber, dass die das dann entdecken können. Aber ich habe dann gemerkt, dass ich sie schon sehr lenke. Da fingen nämlich schon die Diskussionen an. Und ich habe immer nur gesagt, Leute, achtet mal darauf und so. Und das war dann wieder auch keine schöne Erfahrung für mich. Und deswegen bin ich in hier einer sehr speziellen Position. Und das ist ja auch der Grund, ein bisschen, warum du jetzt hier in unserem Podcast bist, Tillmann, gell? weil wir im Hintergrund ja schon so viel diskutiert haben über diesem Spiel und über drei Ecken. Und genau, ja. Genau, ich habe ja den... Das hat mich auch... Oh, Entschuldigung. Ja, du hast... Ich kann aber kurz sagen, ich habe ja auch den Schmidt Verlag angeschrieben, tatsächlich. Ich bin ja selbst denen auf die Nerven gegangen. Genau. Und wir müssen mal, glaube ich, gucken, wie wir das ein bisschen geordnet haben. Vielleicht machen die Diskussion, aber vielleicht ist es auch so ganz gut. Und da kamen wir auch kurz in die Diskussion. Und tatsächlich in der zweiten Auflage ist das Spiel sogar einen Tacken leichter geworden, weil die Kartenfunktion einer Kartensorte wurde ein bisschen verändert. Es gibt eine... Das erkläre ich kurz. Es gibt eine Kartensorte, die lässt mich Karten nehmen, aber erst in der darauffolgenden Runde. Und das hat Schmidt, beziehungsweise der CMK-Verlag hat es in der Zweitauflage verändert. Ich darf das ist auf BGA nämlich auch so implementiert, deswegen ist BGA noch einen Tacken leichter als jetzt die Erstauflage. Da sind dann die Karten tatsächlich so, dass eben ich direkt die Karte ziehen kann, wenn ich im Prinzip die nötigen Symbole unten drunter gesammelt habe. Ja, genau. Durchaus entscheidender Punkt, weil das fällt auf im analogen Spiel, dass wenn man es auf BGA gewohnt war, diese eine Regel zu haben und man spielt es jetzt analog, ist es schon deutlich anders, weil man erstmal, Moment mal, da steht ja Anfang nächster Runde, ich kenne das doch eigentlich so ein bisschen anders. Mein Punkt war ja genau, dass ich gesagt habe, dass wir hier bei BGA, also bei der Boardgame Arena, um das nochmal kurz auszusprechen, also eine Computerplattform, das habe ich ja gesagt, das versaut so ein bisschen das Spielen. Das war so meine These, weil ich gesagt habe, wenn man das wirklich online spielt, dann spielt man es rein mechanisch. Dann gucke ich mir auch gar nicht mehr die Karte so genau an, was die heißt oder sonst was, sondern ich weiß, das ist so ungefähr den Weg, den wir eingehen wollen, und den kloppe ich jetzt durch. Da fehlt mir genau das,
Gefühl, was ich eben am Spielbrett habe. Und dann fehlt mir halt auch so eine Diskussion, ey, wie sieht denn das aus mit den Krise XY? Soll man da investieren oder nicht investieren? Was ist das überhaupt für eine Krise? Auf einmal wird die benannt. Wir haben auf einmal, wir reden über ein Thema abseits vom Spiel. Also wir haben also erstmal, eigentlich kommt die Krise, Migration nenne ich es jetzt beispielsweise. So, und dann kann man natürlich sagen, Migration, was macht die? Zack, weiter geht's. So spiele ich bei BGA so ungefähr. Und am Spielbrett, dann heißt es, Moment mal, Migration, was bedeutet das überhaupt? Was hat das denn für Folge? Auf einmal redet man so ein bisschen über dieses Thema. Und das ist genau das, was am Tisch passieren wird, was mit echten Menschen, nenne ich es jetzt mal so, also mit denen man wirklich Auge in Auge dabei ist, wo man auf einmal anfängt, über Sachen zu reden. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, das habe ich, glaube ich, mit dir, Tilman, so ein bisschen gesprochen, das Thema, was bedeutet überhaupt das? Weil wir haben im Spiel, sagen wir, okay, da habe ich keine Energie, da kriege ich halt ein Notstandsplättchen. Punkt. Das mache ich, wenn ich das mechanisch spiele. Klar, das ist der Lösungsweg. Und jetzt sage ich aber, Moment mal, jetzt guck doch mal raus. Also wir haben hier ein Heizungsgesetz, was halt sagt, Wärmepumpen sollen gefördert werden beispielsweise. Und auf einmal gibt es eine riesen Bildkampagne, die sagt, wir sollen keine Ölheizung werden ausgebaut oder sonst was. Das wird einfach total verklärt. Also über ein einzelnes Projekt wird auf einmal eine Welle gemacht in der Öffentlichkeit, die gar nicht so da ist. Das Heizungsgesetz muss nicht perfekt gewesen sein. Also nicht, dass man das jetzt falsch versteht. Aber was bedeutet ein Notstandsplättchen? Und wenn man das mal auf der Zunge sich zergehen lässt, was für Probleme eigentlich in der realen Welt damit einhergehen und wir als Vielspielende sagen, oh ja, ein Plättchen mehr tut mir nicht weh, weiter geht's. Und genau das ist der Punkt, worüber man halt, ich jedenfalls, ins Nachdenken komme bei dem Spiel. Das heißt, natürlich kann ich das auf die mechanische Ebene runterbrechen. Aber war weitergedacht, was bedeutet das eigentlich für uns in unser wahres Leben? Eigentlich, wir sehen alle bei diesem Spiel, was der Weg ist. Und zwar das, was das Spiel von uns will, CO2 reduzieren. Und in Anführungszeichen auf Teufel komm raus, wenn man so will. Aber wir sehen halt genau, und das ist der Weg, um es mal Star Wars-mäßig zu sagen, das ist der Weg. Wir müssen einfach diesen Weg gehen. Aber man sieht ja in der realen Welt, dass es so nicht funktioniert. Wir sind schon gar nicht einig bei den globalen Projekten und so weiter. Und das finde ich eigentlich das Schöne an dem Spiel, dass das nochmal aufzeigt. Wir haben eigentlich die Lösung und die Ideen, die uns weiterbringen. Aber warum hakt es denn? Und dann kann man sich mal überlegen am Tisch, wenn man gemeinsam sitzt, woran hakt es denn? Und dann ist das Spiel auf einmal eine ganz andere Ebene. Dann löse ich mich von dem Spiel als Spiel und auf einmal rede ich über ein Thema, was eigentlich uns alle angeht. Definitiv. Ich meine, da kommt die beste Seite im Prinzip eigentlich für am Brettspiel als ein Kulturmedium wirklich zum Tragen, ja, dass wirklich ein Thema wirklich transportiert wird. Und das, finde ich, macht Emission auch zu wirklich einem bemerkenswerten Spiel, ja. Also ich will das, wie gesagt, es ist eine enttäuschte Liebe für mich, weil mir bestimmte spielerische Aspekte eben einfach fehlen. Dazu kann ich später nochmal kurz was sagen, aber muss ich auch nicht so ins Detail gehen. Genau, aber schlussendlich geht es eben darum, dass da, wo ein Thema transportiert wird, über die Spielweise kann ich reflektieren, ja, das öffnet einfach wirklich einen großen Raum für einen sozialen Austausch, den ich da eben auch, wo ich eben auch tatsächlich ein schwieriges Thema, zumindest in meiner Wahrnehmung, in meiner Blase ist es immer wieder ein schwieriges Thema, irgendwie thematisieren kann. Und wo der Spielmechanismus einem wirklich auch, ja, eben, ja, reflektieren lässt. Und das ist doch eigentlich wunderbar. Ja, finde ich schon ganz großartig. Ich wollte eigentlich was anderes sagen, habe ich aber wieder vergessen. Ja. Nee, also das ist ja, deswegen sage ich, ich finde, das mechanisch ist das lösbar, das Spiel. Und zwar relativ, wenn man, wie gesagt, den Weg rausgefunden hat, ist es das. Aber das ist der entscheidende Punkt, wie sehr wir sind eigentlich in Anführungszeichen ein Dilemma zwischen dem siegorientierten Spiel. Also um so zu spielen, muss ich genau so und so spielen. Und im realitätsnahen Spiel. Und das meine ich mit diesem Notstandsmarker. Die Idee der Autoren war ja mit diesen Notstandsmarkern, hier, wir müssen darauf achten, dass der Energiebedarf immer gedeckt ist. Weil das ein ganz, ganz entscheidendes Thema ist. Weil wir können, das ist ja auch hier das Thema, wir können ja schlecht sagen, so, wir tun jetzt alle Kohlekraftwerke abschalten. Ja, und wo die Energie herkommt, schauen wir mal. Das können wir ja so nicht machen. Im Spiel theoretisch ist das machbar. Und das ist genauso dieses Dilemma, mit dem ich umgehen muss. Ich kann natürlich jetzt einerseits sagen, ich mache mich frei davon, ich habe das die Aufgabe und mache mich. Aber dann muss halt einfach mal im Kopf der Klick kommen, was bedeutet das eigentlich? Und was? Und lass uns doch mal versuchen, und das ist für mich so eine kleine Herausforderung, wir machen uns das Spiel jetzt schwerer, indem wir wirklich versuchen, das und das zu vermeiden beispielsweise. Und schon merkst du auf einmal, mit dem Spiel kann man spielen, also so im wahrsten Sinne des Wortes. Man kann aus der Ausgangssituation diese selbst nochmal verschärfen oder sagen, hier, was wäre denn wenn? Und das, finde ich, ist das Schöne eigentlich an dem Spiel.
Das stimmt, da würde ich dir erstmal zustimmen, wenn die Notstandsplätzchen nicht auch noch Folgen von Krisen wären, was eben so ein bisschen das Grundproblem ist, ist für mich ja die Krisenphase, ja, weil der Motor eben so stark abhängig ist, also eben das, was du gesagt hast, das Staccato, was am Anfang auf einen einprasselt, ist eben der Anstieg der Temperatur. Und wenn ich vermeide, dass die Temperatur möglichst ansteigt, kriege ich natürlich weniger Krisen so. Und damit hat man nämlich diese komisch abgeflachte Spannungskurve, erklärt sich ja vor allem dadurch, ja. Genau, aber oder bemerkenswert abgeflachte Spannungskurve, wenn man das ist ja ein anderes Spiel als Pandemie. Genau, wie gesagt, ich finde nur tatsächlich, was war dein Punkt nochmal, Entschuldigung, ich habe den Faden gerade verloren. Du hattest gesagt, das war dein letzter Satz. Dass wir dieses Dilemma haben zwischen siegorientierten Spiel und realitätsnahem Spiel, so ein bisschen. Also Und vor allem hattest du dann gesagt, dass es am Ende, man kann es ja über die Herausforderung, ich glaube, da gibt es auch eine Herausforderung, die sagt, ich muss keine Notstandsplätzchen mehr nehmen in irgendeiner Form oder man darf keine nehmen oder nur eine bestimmte Anzahl, ich weiß nicht genau, wie die Herausforderungskarte ist. Das Problem ist nur, dann wird sehr deutlich, wie kartenabhängig das Spiel eigentlich ist. Also wie und vor allem in den ersten zwei Runden. Ja, also wenn ich in den ersten zwei Runden nicht relativ vernünftige Karten kriege, dann weiß ich, das wird nichts mehr, weil der Temperaturanstieg ist so hoch, dass die Krisenphase so stark ist, dass es mich halt einfach weghaut. Das sehe ich dann halt. Und das finde ich, also dann wird es halt plötzlich sehr beliebig in dem, was ich tue. Und das fand ich besonders schade dann. Ja, ja, wobei genau, ich sehe schon das Spielerische darin, das verstehe ich schon. Nein. Ich sehe es halt anders, ja. Ich will jetzt nur aufpassen, dass wir keinen Dialog machen. Die Jenny darf auch gleich was sagen. Aber hier gehe ich nochmal kurz. Nee, ich muss mich ja selbst entschuldigen, ich gehe da rein. Der Punkt ist, A, das kennen wir von Pandemie. Es gibt eine Pandemie manchmal, weil im Spiel, wo du die ersten Karten aufdeckst und so beieinander, dann ist das Spiel quasi kaputt, bevor es angefangen hat. Also das kann schon mal passieren. Und B, finde ich, einer der Tricks des Spiels ist es ja, zu lernen, dass man nicht zu lange an Karten festhalten muss. Mhm. Und das ist ja schon der Punkt. Man ist natürlich vom Kartenglück abhängig, aber man sieht eigentlich durch eine gewisse Erfahrung, dass man sich auch nicht zu sehr darauf verbohren sollte, sondern dass man durchaus, es gibt verschiedene Wege und das macht ja das Spiel aus, weil diese Sache ist ja, an sich ist der Weg ja lösbar und ich glaube, einer von euch beiden hat es mal gesagt, es ist so ein bisschen wie eine Passionslege, ich weiß den Weg dahin und jetzt die Jenny meldet sich und jetzt muss ich den Weg dahin finden. Super. Und ich finde ja, die Herausforderung ist es ja mit den Karten, die einem an die Hand gegeben werden, versuchen, diesen Weg anzupassen. Ich kann also, ich sage jetzt nicht, ich spiele Weg A, weil ich bin ja von den Karten durchaus noch abhängig. Welche Karten habe ich diesmal zur Verfügung? Und mein Ziel ist es, mit diesen Karten, die ich habe, das umzusetzen. Und das ist die spielerische Herausforderung bei dem Spiel. Es geht also nicht darum, dass ich irgendwie verschiedene Siegstrategien rausfinde, sondern ich habe diese Strategie, die ich rausgefunden habe. Und jetzt gucke ich, wie komme ich mit diesen Karten dahin? Und das ist eigentlich die Herausforderung des Spiels und das macht den Spielreiz aus. Jenny. Ganz kurz, Tillmann. Jenny, leg los. Ich bin dann auch ruhig. Ja, ich hab ja nicht so wahnsinnig viel dazu beizutragen. Ich höre euch sehr interessiert zu. Ich habe mir halt meine eigenen Gedanken gemacht und habe halt für mich zum Thema Spannungskurve, was du gesagt hast, Tillmann, habe ich mir gerade gedacht, das Spiel fängt ja in einer sehr besonderen Situation an, nämlich, dass wir ja, glaube ich, schon eine gewisse Erderwärmung haben und es setzt ja voraus, dass dieses Spiel irgendwie schon lösbar sein soll. Weil wenn es nicht lösbar wäre, dann bräuchten wir dieses Spiel ja irgendwie auch nicht spielen. Also es ist nicht so wie bei Pandemie, dass wir bei Null anfangen und dann wird es immer mehr wie so ein Schneeballeffekt, mehr und wir kämpfen dagegen an, sondern wir fangen ja schon auf einem gewissen Niveau an und entweder schaffen wir es, dieses Niveau zu halten und dann vielleicht sogar abzusenken oder es überrollt uns dann tatsächlich und dann haben wir fast keine Chance mehr. Das war das eine, was ich zu deiner Spannungskurve sagen musste. Also das finde ich sehr besonders, diese Ausgangssituation an diesem Spiel, mit einer schon gegebenen Situation fertig zu werden. Also ja, das Zweite, jetzt habe ich den Faden kurz verloren. Was wollte ich noch sagen? Ja, also das Zweite, was für mich an dem Spiel besonders ist und wo ich euch übel nehme, dass ihr mir das genommen habt, ist dieses Entdecken des Spiels, ja. Weil ich glaube, das ist tatsächlich das wirklich Bemerkenswerte an dem Spiel, abgesehen von der Kartenmechanik, die ich zum Beispiel sehr schön finde. Ich habe dir ja gesagt, Patience, ich habe früher immer gern Patience gelegt. Ich mag diese Art, wie man Karten im Prinzip so neu arrangiert, dass sie eventuell neue Projekte auslösen, neue Probleme lösen oder die ich opfer, weil ich genau das jetzt aber dringender brauche als es, was auf der Karte ist. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber das Entdecken des Spiels, das glaube ich, ist tatsächlich
die richtige Stärke des Spiels. Also du fängst dieses Spiel ohne Vorwissen an und du lässt dich darauf ein und es ist eine Reise. Ich bin mir nicht sicher, wenn du diese Reise, so wie du, Tillmann, wenn du irgendwann begriffen hast, wie es geht, ob dann es wirklich noch so viel Spaß macht, ewig Herausforderungen reinzunehmen, um das Spiel wieder und wieder zu spielen, sondern ich glaube, du hast dann eine gewisse Lektion gelernt, wenn du es vielleicht dann geschafft hast. Also ich glaube, das ist dann das ist die Stärke dieses Spiels. Ja. Ja, das ist tatsächlich, finde ich tatsächlich auch so ein bisschen die Frage, ob man sagt, okay, ist es ein Lehrstück? Ist im Prinzip den richtigen Weg rauszufinden, im Prinzip eigentlich ein Lehrstück in Spielform? Oder, und das ist meine Meinung, ich sehe das nämlich gar nicht so, sondern für mich geht die Sache eher in die Richtung, der Motor ist kaputt. So, ja, ich würde die Krisenphase eigentlich mechanisch anders lösen. Ja, ja, weil ich glaube, dass mit ein bisschen mehr Planungssicherheit auch mehr Kommunikation zum Beispiel am Tisch möglich wäre. Ja, das kann man zwar durch Karten auch evozieren, dass man sieht, welche Krisen kommen und so weiter, aber es ist meistens halt nicht notwendig. Genau, das ist das eine. Das zweite, worauf ich noch mal kurz eingehen wollte, ist tatsächlich das Alpha-Player-Problem, was ich als besonders unangenehm da finde, wenn man denn dann der Wissende ist am Tisch. Deswegen tatsächlich würde ich es wahrscheinlich auch nicht mehr in der Runde spielen. Ich habe es mit meiner Frau dann zu zweit gespielt, in, ich glaube, auch der leichtesten Konstellation. Übrigens, meine Empfehlung ist, wenn man es schwer haben will, Zwei-Personen-Spiel, China und globaler Süden, das ist so das Härteste, was geht. Und genau, plus Herausforderungen kann man noch machen. Aber zu viert geht's eigentlich sogar halbwegs. Na egal, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe es mit meiner Frau gespielt und dann sieht man halt, wie die liegt und dann jeder baut ja so ein bisschen für sich. Also die große Stärke liegt ja nicht in der wirklichen Kooperation, sondern in der Diskussion, in dem gemeinsamen Gefühl, wie kriegen wir irgendwie das am besten hin. Aber dann sehe ich mich, wie ich quasi in den Spielbereich meiner Frau greife und sag, hier, da, die da muss dahin und die da muss dahin. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Ich bin ein liebevoller Ehemann, ja. Aber es ist, das fand ich sehr unangenehm, weil man ist eben, das, was ich wirklich am Mischen liebe, auch in Diskussionen über Emission, deswegen habe ich das, glaube ich, auch bei vielen Leuten forciert, ist, dass man gleichzeitig ja über den Klimawandel redet. Ja, also wenn ich sage, dass irgendwie der Motor kaputt ist, weil das ist ja alles so zufällig, was da passiert, da kommen lauter Krisen, die kann ich ja gar nicht kontrollieren, dann ist das ja auch eine Reflexion über Klimawandel, dass ich ab einem gewissen Punkt eben nicht mehr kontrollieren kann, was klimatechnisch passiert. Ja, ich kann nur Vorhersagen treffen. Ja, aber worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ich habe es wieder vergessen. Das ist ja dann auch wieder Lehrstück, weißt du? Ja, dann hast du aber auch wieder Lehrstück. Ja, natürlich. Das ist ja, das liebe ich wirklich daran. Und auf der anderen Seite, es ärgert mich halt so sehr, dass es für mich kein befriedigendes Spielerlebnis bietet. Das ist, ist halt leider so. Ja, genau. Ja, aber mit dem Alpha-Spiel, das möchte ich auch noch mal kurz reingehen. Das ist halt wirklich ein Problem, was sehr speziell durch unsere Gruppenkonstellation ist. Also wenn man dann mal eine andere Gruppe, also ich habe das jetzt bei dem Spielewochenende auch, gab es an mehreren Tischen, auch in dem ich gespielt wurde, und ich bin natürlich immer mal hingegangen und habe aber natürlich nicht einen Teufel getan und einfach mal beobachtet und sowas. Und da ist, wenn da die Leute noch unter sich sind, muss man sozusagen, also nicht der eine Wissende dabei ist, dann passiert eigentlich genau das Schöne, dass eben nicht dieses Alpha-Spiel-Problem da ist, weil jeder ist erstmal mit sich selbst beschäftigt. Ich habe verdammt viele Karten, ich habe meinen eigenen Bereich und kann mir ganz, ganz selten Karten überhaupt weitergeben. Ich glaube, Amerika hat so ein Projekt dabei oder ich glaube auch China vielleicht auch, ich weiß gar nicht so hundertprozentig, aber das passiert sehr, sehr selten. Das heißt, erstmal ist jeder für sich alleine für seinen Bereich zuständig und damit muss er arbeiten. Natürlich ruft er mal rüber, ey, wie sieht's denn aus? Wir haben das globale Projekt, aber eigentlich ist dieses Alpha-Spiel-Problem erstmal gar nicht da. Das beginnt entweder, wenn eine Person trotz allem schon von Anfang an der Meinung ist, ich muss alles überblicken, ich muss jede Karte sehen. Das habe ich auch einmal erlebt, relativ am Anfang. Das war echt deprimierend, weil er sich jede Karte hat zeigen lassen wollen. Oh, um dann sowas, ja, das war die Hölle, in Anführungszeichen. Und er auch zu jeder Karte irgendwas sagen musste, auch wenn das gar nicht sein Bereich war. Das war einer meiner ersten Spielerfahrungen. Da habe ich gedacht, oh Gott, das hat sich zum Glück nie wiederholt. War ein Aussetzer, war ein persönliches Problem, sage ich jetzt mal. Und der andere Punkt ist eben genau das, dass ich auch mit unserer Gruppe gemacht haben und gesagt, ich sage eigentlich nichts. Und dann wurde ich aber immer gefragt, sollen wir das jetzt, was meinst du dazu? Und ich sage, ich wollte ja nichts sagen, aber denk vielleicht mal darüber nach. Und damit habe ich eigentlich schon wieder geholfen, so ungefähr. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, wenn alle auf einem Level sind, ist es wirklich kooperativ im besten Sinne.
Sobald aber jemand, der schon viel Erfahrung hat, der hat es halt schwer zu sagen. Also das will man ja auch nicht. Also Entschuldigung, der nächste Punkt ist, ich weiß, wie es geht, aber lass uns die Welt kaputt machen. Lass uns die Welt an die Wand fahren. Genau, das ist ja eigentlich auch unbefriedigend. Ja, ja. Also irgendwie versucht man es dann so zu lenken, dass wir vielleicht nicht nach 3 Runden gewinnen, sondern vielleicht in der 5. Runde gewinnen. Aber am Schluss merke ich dann doch wieder Ehrgeiz, wie ich packe und sage, jetzt sollten wir aber doch schon mal machen, so ungefähr. Das ist halt so das Schöne. Bei dem Spiel selbst, um das nochmal ein bisschen nochmal aufs Spiel runterzukommen, ist, das Thema ist ja bei den Krisen, ist ja dieser Domino-Effekt, dieser Kipppunkte-Effekt oder an sich auch ein bisschen. Genau. Und das ist, glaube ich, das muss man schon mal erlebt haben im negativen Sinne. Weil das wirklich hilfreich ist, um mal zu sehen, wenn eine Krise, wenn zu viele Krisen sind, dass es auf einmal so das Gefühl hat, tak, 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 es wird mehr. Ich muss noch einen Würfel würfeln. Und jetzt scheiße, jetzt ist da ein Kipppunkt erreicht. Und jetzt muss ich den Würfel nochmal, jetzt ist da ein Kipppunkt erreicht. So dieses Ohnmachtsgefühl, das ist hilfreich oder lehrreich, das wirklich mal zu erleben, sage ich jetzt mal. Und dann vielleicht zu sagen, okay, kommen wir davon unterweg? Und ich finde eben Mission deswegen so spannend, weil es eben ja wirklich Projekte zeigt, die da sind. Und das ist auch das Schöne an dem Spiel mit diesem Scannen. Also ich habe ja die Möglichkeit, mehr oder weniger, jede Karte hat so einen kleinen QR-Code und dann kann ich das scannen und kriege ich einerseits die Karte als solches nochmal erklärt. Das ist super hilfreich, weil ich nicht in jeder Regel gucken muss. Und die Idee dahinter ist ja, dass noch ein bisschen mehr Informationen dahinter kommen. Auch darüber kann man sich streiten, ob jetzt Nuklearkraft wird in Deutschland bestimmt ein bisschen kritischer gesehen als in Amerika, was so grüne Energie betrifft. Sei es drum, aber es geht ja, dass man wirklich 120 Karten, 120 Projekte hat und es eigentlich zeigt, ey Leute, wir haben ja Lösungen. Und das ist eigentlich das Schöne, finde ich, an dem Spiel. Es zeigt ja auf, wir sind hier nicht in einem luftleeren Raum, sondern eigentlich müssten wir uns mal, so wie hier auch im Spiel, zusammensetzen, alle Nationen, und gemeinsam dieses Ziel verfolgen. Und dann sind wir auch erfolgreich. Und das ist ja eigentlich die Aussage, die ich bei diesem Spiel immer mitnehme, wo ich auch für mich selbst gesagt habe, ich bin zu faul in einer gewissen Weise oder was auch immer. Ich muss auch mehr tun. Das ist das, was es mir mitgegeben hat. Und wenn es das wirklich erreicht und das vielleicht nur bei der Hälfte der Leute, die das spielen, dann ist das ein Wahnsinnsgewinn. Wobei ich mir tatsächlich wünschen würde bei dem Spiel, dass es, es hat schon einen solitären Aspekt. Ihr sagt ja selber auch, die Einzelnationen müssen ihre Hausaufgaben machen. Ich würde mir in dem Spiel thematisch noch mehr wünschen, dass tatsächlich der Überbau, dass man Zusammenarbeit, dass das noch mehr ins Gewicht fällt, als dieses, wir bosseln alle vor uns hin und wenn wir das ordentlich machen, dann funktioniert es auch einigermaßen. Also das ist das Thematische, wo ich manchmal denke, okay, es ist zwar ein kooperatives Spiel, aber es ist auch doch recht solistisch irgendwie auch wiederum, weil man schiebt seine Karten rum. Du sagst, es gibt eine Nation, ja, das ist die USA, die einen Austausch ermöglicht. Ja. Aber auch nur eine Karte. Ja. Ich glaube, das kann man ein bisschen erweitern. Und die überlegst du dir dann als USA irgendwann mal mit einem anderen Projekt zu überdecken, weil vielleicht irgendwas anderes Wichtigeres ansteht. Ja, genau. Naja, es gibt ja schon verschiedene. Ich kann, glaube ich, auch als China kann ich grüne Energie importieren oder sowas. Also es gibt schon durchaus Es gibt auch globale Projekte, wo ich dann ein bisschen schieben kann und man muss sich auch immer überlegen, also da ist es ja auch, deswegen meine ich ja, ich fände eine aufgedecktere Krisenphase zum Beispiel jetzt spielerisch interessanter, weil man kann ja immer gucken, kann ich Krisen abwenden, kann ich unter Umständen Karten bei globalen Projekten unterschieben, um eine bestimmte Krise nicht so wirksam zu machen, ja, und das sind ja wirklich Sachen, die ich dann im Team auch besprechen muss, weil, und das finde ich eben wirklich, wie gesagt, ich finde das thematisch absolut griffig, was da passiert, also weil ich eben im Prinzip meine Ressourcen, meine Projekte muss ich in was Gemeinschaftliches stecken und damit werde ich diese Runde wahrscheinlich nicht so effizient sein, ja, CO2 abzubauen. Und dann muss man gucken, ist aber dieser Effekt für die globale Gemeinschaft relevanter oder ist mein cooler Megazug relevanter? Und das finde ich natürlich schon allein spielerisch eine tolle Entscheidung und eben auch in der Erzählung, in der Narration, die das Spiel aufmacht. Ja, genau. Das wollte ich noch zum Besten geben. Ich finde, ansonsten möchte ich noch mal kurz erwähnen, dass ich auch, ist ein sehr idealistisches Politikverständnis im Grunde genommen. Es ist alles im Prinzip eine naive Welt und dazu passt eben auch noch diese Illustration, die so an so ein 70er Jahre Kinderbuchstil so ein bisschen erinnert. Auch die Double Layer Play Awards, über die alle schimpfen, ich persönlich auch, die ist schon arg wackelig, ja, aber die haben so einen Bastelbuch-Charme aus den 70ern. Und das alles finde ich
ganz wunderbar. Also wirklich, mein Herz geht da auf und dann spiele ich das und denke, ja, es ist halt ein One-Trick-Pony für mich zumindest persönlich. Und das finde ich halt total schade. Ich wiederhole es nochmal und dann können wir gern zu guten Aurora kommen. Ja, ja, also ganz kurz zum Material nochmal, was ich halt wirklich nervig finde, ist, es ist extra umweltschonend produziert und sonst was. Und dann fehlen aber im Endeffekt wirklich Pappschachteln, um einfach das Material zu machen. Das machen wirklich viele andere Verlage mittlerweile, einfach eine kleine Pappschachtel können rein. Weil in Wirklichkeit ich ja auch, ich habe irgendwas 10.000 Zipptüten liegen. Was nehme ich? Ich nehme 5 Zipptüten Plastik und hau das da rein und fühle mich doof. Aber auf der anderen Seite fühle ich mich noch doofer, wenn ich alles in die Schachtel reinmache, weil das funktioniert ja auch nicht. Also da finde ich schon, das wäre zu Ende gedachtes Produktdesign gewesen. Dann würde auch keine weniger Leute über die Double-Layer-Boards reden, wenn man nicht darüber genervt wäre, wo ich überhaupt das Material verstauen muss. Genau. Das stimmt. Und über den Preis übrigens muss man tatsächlich auch ein bisschen reden. Die OVP ist ja ziemlich hoch, glaube ich, mit über 80. Kann das sein? Ich glaube, OVP ist 80. Ja. Und das ist klimaneutral produziert etc., das alles hat seinen Preis, aber natürlich ist es schwer zu vermitteln, sagen wir es mal vorsichtig. Es ist ja wohl auch hier in Deutschland produziert, oder? Also es ist hier, also nicht in China, also dann ist ja auch wiederum, das zeigt ja auch mal wieder, was wir zahlen müssen, wenn wir es tatsächlich um die Ecke produzieren müssen. Ja, also das ist ja auch so ein spannender Punkt an der Geschichte. Auf der anderen Seite kriegen wir hochproduzierte Kickstarter von was weiß ich wo eingeschifft mit 1000 Boxen, aber und dann wiederum, wenn eine große Schachtel wenig drin hat, wird dann immer über die viele Luft da drin gemeckert, aber ja, also ja, da gibt es so ein paar Paradoxen in unserer Spielwelt, sage ich jetzt mal. Ja. Ich will es nur erwähnt haben. Ja. Ja. Gut. Also, wenn ihr zwei. Ich habe jetzt nicht mehr leer. Viel zu E-Mission zu sagen und ich glaube, wir haben ziemlich viel überall reingeleuchtet. Dann würde ich doch jetzt den Übergang machen zum nächsten Spiel und wir beleuchten mal ein silberdunkles Spiel namens Kuttner Horror. Und bevor wir dahin gehen, hören wir mal die Regelzusammenfassung. Kuttner Ora, Stadt des Silbers. Ein Strategiespiel von Petr Kaslava, Andrej Bistron und Pavel Jarosch. Erschienen bei Czech Games Edition bzw. auf Deutsch bei Heidelberg Games. In Kuttner Ora betätigen wir uns mit Hilfe von Gebäude bzw. Minenplättchen sowohl am Bau derselbigen Stadt als auch am Ausbau der Silbermine. Die Gebäudeplättchen der Stadt sind dabei verschiedenen Gilden zugeordnet und bedienen beim Bau das entsprechende Ressourcenangebot. Im Spiel gibt es 6 verschiedene Gilden, entsprechend 6 verschiedene Ressourcen. So führt zum Beispiel der Bau eines Gebäudes der Baugilde zunächst zu einer guten Verfügbarkeit von Baumaterial und lässt den Preis dafür entsprechend sinken. Dasselbe passiert mit den anderen Gildengebäuden. Durch den Bau steigere ich die Produktion der jeweiligen Ressource, sodass der Preis sinkt. Beim Ausbau der Minen und bestimmter Gildengebäude vergrößert sich dahingegen die Population der Stadt, was wiederum die Preise durch erhöhte Nachfrage hochtreiben lässt. Die Preise werden immer sofort angepasst und für alle sichtbar über 2 Pappcomputer angezeigt. Als Spielende sind uns immer nur 3 der 6 Gilden zugeordnet. Dabei dürfen wir nur Gebäude der uns zugeordneten Gilde bauen. Dadurch entsteht eine Konkurrenzsituation mit den Mitspielenden, die ebenfalls dieser Gilden zugeordnet sind. Die Aktionen im Spiel führen wir mit Hilfe von Aktionskarten durch. Wir besitzen alle den gleichen Satz an 6 Karten, die wiederum jeweils 2 unterschiedliche Aktionsmöglichkeiten anzeigen. Bin ich am Zug, spiele ich eine Karte aus und entscheide mich für eine der beiden möglichen Aktionen. So kann ich neben den Minen- und Stadtbauaktionen auch Einkommen generieren oder an der Kathedrale St. Barbara bauen, was mir lukrative Zusatzaktionen bringt. Pro Runde spiele ich immer 5 der 6 Karten und nehme alle am Rundenende wieder auf die Hand.
Am Spielende siegt, wer geschickt in Kutna-Ora Gebäude gebaut, in der Mine erfolgreich geschürft, Geld in Patrizierwertungen investiert und auf seine Reputation geachtet hat, was sich alles in Punkten ausdrückt. Ja, Kutna-Ora. Also, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber als ich Kutna-Ora das erste Mal so gespielt habe, war ich ein kleines bisschen überfordert, genau über das, was Kutna-Ora auch ausmacht, nämlich diesen Marktmechanismus. Weil, wenn man so die Regeln liest, ja, hört sich das alles recht konventionell an. Ja? Du baust halt deine Stadt mit Plättchen und du baust deine Mine mit Plättchen. Und das Besondere in dem Spiel, das ist ja auch dann nachher das Augenscheinliche, auch beim Aufbau, das ist tatsächlich diese Preisgeschichte, also dieser Marktmechanismus, wo halt sich Preise nach Angebot und Nachfrage entwickeln. Und in meinem ersten Spiel ging mir das schon so ein bisschen so, dass ich das Gefühl habe, ich schwimme. Also ich habe nicht so unbedingt gleich verstanden, wie was zusammenhängt. Ich habe meine Gilden bekommen, ich habe sie irgendwie einsortiert auf meinem Spielertableau. Ich habe während des Spiels gemerkt, vielleicht hätte ich sie anders einsortieren sollen, aber war mir auch nicht sicher. Und die Preise gingen rauf und runter, aber so ganz begriffen habe ich es nicht, weil erstes Spiel ist natürlich auch immer ein bisschen so, Regeln verstehen und gucken, wie man einigermaßen durchkommt. So. Das war mein Ersteindruck und ja, ich wollte euch fragen, ging es euch genauso? Und ja. Ich beginne mal, aber ich hab tatsächlich nicht so viele Partien Kutna-Ora gespielt. Ich bin bei 3 Partien und ich bin auch immer noch, naja, im Schwimmen möchte ich jetzt nicht sagen, aber doch noch ein bisschen schwimmend ausgestiegen im Grunde genommen. Ja, mir ging es da genauso. Also ich habe zwar den Marktmechanismus schon verstanden, Bevölkerung wächst, aber auf was ich achten muss, wie die Spieler irgendwas reinspielen, wann die irgendwas bauen können, das habe ich tatsächlich in der Erstpartie habe ich das nicht so wirklich nachvollziehen können. Genau. Ja, also bei mir ist das Spiel aber auch nicht so viel besser geworden, als ich dann verstanden habe, wie man spielen muss. Also mein Eindruck von Kutna-Ora ist nicht so positiv tatsächlich, weil es für mich, also können wir ja vielleicht, ich finde das Bauen sehr überbetont in den Aktionen, weil es sehr lange dauert zu bauen. Also ich brauche 3 Aktionen, um im Prinzip eine Bautätigkeit zu machen. Und das Spiel, hatte ich zumindest in der zweiten Partie das Gefühl, ist stark abhängig, ob mir das Spaß macht, wie der Holzpreis sich entwickelt. Weil man baut diese Gildengebäude und dadurch sinken dann immer die Preise. Und der eigentlich wirklich relevanteste Preispunkt in Kutna-Ora ist das Holz. Das Holz ermöglicht mir das Bauen von Gebäuden und zu bauen in der Mine. Wenn kein Spieler diese Holzmanufaktur baut, irgendwann steigt der Preis auch mal, sinkt der Preis auch automatisch, aber prinzipiell steigt der erstmal wie blöd die ganze Zeit. Was dann eben wieder zu, außer alle bauen in der Mine, dann steigt er, doch, dann steigt, nee, dann steigt er nicht, glaube ich. Also er könnte steigen, wenn bestimmte Karten reingespielt werden, ja, genau. So. Und dadurch wird das Spiel eben plötzlich wahnsinnig zäh. Also wenn Holz teuer ist, aber es ist nicht so wie, ich habe es gerade vorhin erwähnt, Pax Pamir, dass ich im Prinzip durch eine Marktaktion wirklich den Markt blockieren kann, so eine Art von Kontrolle ausüben, zumindest ging das mir so, vielleicht geht es euch anders, das würde mich halt interessieren, hattet ihr das Gefühl, ich kann eine Form von Kontrolle in dem Spiel erlangen, weil das Gefühl hat sich bei mir nie eingestellt, dass ich irgendwas kontrollieren kann, sondern dass ich halt nur das Momentum nutze, irgendwie einen guten Marktpreis nutze oder so, egal, dann gerne weiter. Das kommt mit Spielerfahrung, ja, sage ich ganz bewusst. Danke. Der entscheidende das Punkt ist, sind so viele Informationen von Anfang an da, die man in der Erst-, Zweit-, Dritt-Partie noch gar nicht sieht. Man sieht zum Beispiel schon, auch in der Spielhilfe, welche Symbole bei diesen eigenen Gildenhäusern schon da sind. Dann merkt man, das sind unterschiedlich. Es gibt Häuser, die passen mehr die eine Strategie, mehr die andere. Das heißt, bei der Auslage guckst du schon, welche Gebäude von meiner Gilde sind denn da. Macht es vielleicht Sinn, dieses erste Gebäude zu bauen? Macht es keine Gebäude zu bauen? Der nächste Punkt ist, ich habe ja 3 Gilden, die ich auf meinem Tableau schon einordnen muss oder darf. Und auch da ist schon die große Frage, wo tue ich was einordnen? Es gibt ja hier 3 Sachen. Bei dem ersten kriege ich ein öffentliches Gebäude, ohne dass ich die Kosten zahlen muss. Bei dem unteren gehe ich den Prestige hoch, was wahnsinnig wichtig ist. Wenn ich hier Blödsinn mache, dann mache ich die falschen Gebäudeanordnung, was die Gilden betrifft, und dann tue ich mir ins eigene Bein schneiden, so ungefähr. Also hier muss ich, im Endeffekt, das ist das, finde ich, das Brutale bei dem Spiel. Meine allererste Spielentscheidung ist, wie tue ich die Gilden einordnen? Und wenn ich hier verzocke,
dann kann ich das ganze Spiel, werde ich hinterher hecheln, weil ich einfach den Leuten, weil ich dann nicht so mit dem Geld haushalten kann oder mit so mit dem Markt beeinflussen kann, wie wenn ich es anders gemacht hätte. Und das macht die Schwierigkeit mit dem Spiel aus. Ich steige da jetzt mal ganz kurz ein, weil ich finde das Spiel absolut nicht einsteigerfreundlich. Und das Problem ist, wenn du am Anfang eben, wie ich ja sag's, erstmal versuchst, das Spiel kennenzulernen und eben alles auch beliebig einsortierst und auch nicht genau weißt, was du machst und worauf du achten musst, welche Gilde welche Stärke auch hat, weil jede Gilde hat ja auch seine Stärke und du überlegst dir ganz genau, will ich jetzt diese Stärke dieser Gilde auch ausnutzen und wenn ich sie ausnutzen will, wo sitzt sie jetzt auf meinem Tableau am besten, ne? Also du sagst zum Beispiel, die Holzpreise, die gehen eventuell immens hoch, aber zum Beispiel, wenn du die schwarze Gilde hast, dann ist das vielleicht etwas. Die schwarze Gilde geht oft zusammen mit der Holzgilde, ja. Dann ist das vielleicht auch etwas, was die schwarze Gilde genau will, ne? Die Holzpreise hochtreiben, damit eventuell mehr in der Mine gebaut wird, weil wenn du baust, dann ist die Mine eventuell noch, also die ist dann günstiger als noch Gebäude bauen. Die schwarze Gilde kann nämlich sehr, sehr, sehr günstig in der Stadt bauen. Die hat höchstens Holzpreise von 2 und kann bei hohen Holzpreisen trotzdem wunderbar bauen und kriegt dann gleichzeitig eine kostenlose Aktion in der Mine, die sie dann auch noch ausführen kann. Wenn du aber diese wahnsinnig unglaublich irren Charaktere der einzelnen Gilden noch nicht kennst, dann hast du Probleme, in dieses Spiel reinzukommen. Und wenn du diesem Spiel keine Chance gibst und dem weiter auf der Spur bist, auch da haben wir ein gewisses Entdecken wieder. Entdecken, wie Zusammenhänge funktionieren und wie ich das für mich ausschöpfen kann. Tatsächlich in einem hochtaktischen Spiel eine Strategie zu formulieren, das finde ich eine ganz große Herausforderung bei dem Spiel. Und da tut und da finde ich dieses Spiel sagenhaft gut, weil es wieder mal was ganz anderes macht und mir was ganz anderes bietet und nicht sofort auf dem Tableau das typische Eurogame hier darbietet, wo es heißt, du musst da hoch und wenn du das optimiert machst und keiner fuschelt dir rein, dann hast du das Spiel gewonnen. Also, ja, sondern du musst erstmal die tieferen Schichten dieses Spiels kennenlernen und ausprobieren und vielleicht auch mal scheitern, um zu verstehen, nächstes Mal mache ich es vielleicht so und dann gucke ich mal, wo es mich hinbringt. Also ich finde das unglaublich faszinierend und ich bin jetzt nach 7 Spielen an so einem Punkt, wo ich denke, jetzt möchte ich weiterspielen. Ich habe nur das Problem, dass ich habe es in verschiedenen Gruppen auch wieder gespielt, das ist genau immer wieder Leute gab, die sagen, die haben genau deswegen keinen Bock mehr. Also die gesagt haben, das Spiel hat mich verloren, ich habe es nicht verstanden, ich fühle mich gespielt, ich schwimme, ich will es gar nicht weiter erkunden. Und ich bin genau auf der anderen Ebene, wo ich sage, ich will es jetzt aber weiterspielen, verdammt, wer spielt es jetzt mit mir weiter, weil ich will es mehr erkunden und ich möchte die Gilden mehr kennenlernen und versuchen, wie kann man die so wirklich schön einsetzen, ja? Ich finde, der Tillmann hat es eigentlich schon ganz gut gesagt. Ich finde, das Problem ist eigentlich, ich finde, diesen Markt-Simulation, ich sage es ganz bewusst so, das wird sehr, sehr überzeugend gemacht. Und hier ist wirklich auch so das Thema, wie funktioniert Invest? Wenn ich in der ersten Runde Holzgebäude baue, dann kann ich 3-4 Runden später davon profitieren. Also wie, vielleicht tue ich erstmal den Preis senken, aber langfristig habe ich mehr davon. Weil wenn ich zum Beispiel dieses Holzgebäude frühzeitig baue, dann mache ich das Bauen in der Stadt billiger. Dadurch werden wieder mehr Gebäude gebaut, dadurch besteigt die Bevölkerung und so weiter und so weiter. Also das Thema Invest wird hier ganz gut übergesetzt. Aber, und das ist das entscheidende Problem, finde ich, das Spiel drumherum ist mir eigentlich fast schon zu gewöhnlich. Also dieses genau, ich brauche 3 Aktionen. Ich muss mir erstmal ein Gebäude sichern. Ich muss mir dann ein Grundstück sichern. Ich muss dann dieses Grundstück bauen. Also ich habe wahnsinnig viel Aufwand, um dann dieses Gebäude zu bauen. Und ich finde, das ist so ein bisschen, da hakt es so ein bisschen. Ich habe einerseits dieses total interessante, wie funktioniert der Markt? Und das Drumherum ist mir aber eigentlich zu langwierig. Es ist mir zu umständlich. Oder ich habe zu wenig Aktionen am Ende sogar. Gerade am Ende des Spiels finde ich so die letzte Runde ist meistens so, naja, eigentlich will ich auch diese Aktion machen, habe dann aber noch 4 weitere Aktionen. Was mache ich denn eigentlich noch? Das gefällt mir im Spiel weniger. Und ich finde, echt? Okay. Ja, das ist. Ich muss da ganz kurz einhaken. Dieses Problem ist bei uns kein einziges Mal aufgekommen. Also ich hatte weder das Gefühl, dass wir am Ende der Runde gedacht haben, was machen wir jetzt noch? Noch hatte ich das Gefühl, das sind jetzt irgendwie 1-2 Schritte zu viel. Ganz im Gegenteil. Ich finde das nämlich auch da wieder, wenn du vom Markt ein
Gebäude baust, kaufst, diese Überlegung, du teilst dir ja die Gilde mit jemand anders. Es gibt nur 4 Gebäude pro Gilde. So, also ich möchte vielleicht eventuell sehr schnell an diese Gebäude rankommen. Also ich möchte mir diese Baurechte sichern, ohne dass ich jetzt die gleich baue, aber ich nehme sie dem anderen vielleicht weg, weil ich damit was vorhabe. Ich finde genau das auch wieder eine total tricky Entscheidung. Genauso wie wenn ich sehr schnell ein Gebäude auf dem Stadtplan baue und ich baue zum Beispiel mit der Biergilde. Da mache ich drumherum, wenn ich mitten reinbaue, mache ich drumherum automatisch die Grundstücke richtig teuer. Für jeden anderen, der im Prinzip jetzt ein Grundstück reservieren will. Auch das ist ein Kniff, den ich total interessant finde. Deswegen habe ich keins dieser Schritte als überflüssig erfahren, sondern als etwas, womit ich spielen kann, ja? Womit ich Strategien auch vielleicht weiterentwickeln kann. Ja? Aber darf ich mal fragen, in was für Punktebereichen endet ihr so? Also jetzt. Also wir waren jetzt zuletzt bei 100 Punkten ungefähr, ja. Ah, okay, krass. Also es geht dann wirklich noch was, weil mein Eindruck war genau das, so in Partie 3 habe ich dann deutlich strategischer im Prinzip gespielt und habe gesehen, okay, der kann mir das wegnehmen, also sichere ich mir die Plätze. Ja, dann entwickelt sich aber der Preis und der Markt anders, als ich denke. Zum Beispiel, ich senke die Holzpreise, aber anstatt, dass die Leute die verdammten Gebäude bauen die plötzlich alle in der Mine rum. Ja, das nützt mir ja jetzt nichts als Holztreibender, weil der Holzpreis nicht mehr steigt. Das heißt, mein Einkommen, also das, was ich da rein investiert habe, bringt mir gar nichts. Ja, und das, was du gesagt hast, im Prinzip diese Fehlentscheidung bei mir löst mein Problem nicht, und durch die Behäbigkeit dessen, was ich da machen kann, kann ich mich da auch nicht mehr wirklich rausarbeiten. Das war mein Eindruck dabei. Ja, ich glaube schon. Ja, aber du hast nicht umsonst 3 Gilden und du fährst in den seltensten Fällen eine Gildenstrategie, fährst du in den seltensten Fällen, sondern du nutzt ja eine Gilde eventuell, um tatsächlich dein Einkommen zu sichern, und rührst die dann nicht mehr an, lässt den Preis hoch. Also Bier ist zum Beispiel ein super Garant für hohes Einkommen, ja. Und die anderen Gilden nutzt du dann, um damit zu arbeiten. Und da entscheidet sich, in welche Reihe lege ich jetzt die Gilde, weil will ich dann in meiner Reputation hochgehen, dann muss ich auch wieder ganz wenig für Grundstücke zahlen. Tatsächlich, wie findest du die Kirche umgesetzt? Also wie ist das, wenn man auf einem höheren... Super. Ich habe das Gefühl, du spielst das Spiel auf einem höheren Level. Ja, weil für mich ist das halt total random. Ja, nee. Nimmt mir jemand weg. Oh. Ja, Die Kirche kann in den richtigen Situationen total spannend und total wichtig sein. Ja, und du kannst ja auch drauf spechten, genau eine bestimmte Sache, die Kirche dir gibt, ja, da kannst du drauf warten. Du musst halt ein Pelikanwappen musst du im Petto haben, dass du da eventuell einspielen kannst. So, wenn du jetzt zum Beispiel die Fleisch- oder diese Biergilde hast, ja, und du hast die in der Mitte liegen, in der mittleren Reihe, wo du, wenn du ein Gebäude baust, also du machst mit der ersten Aktion, baust du ein verdammtes Gebäude der Biergilde, ja, tust das Gebäude setzen, kriegst ein Pelikanplättchen, und mit dem zweiten Aktion kannst du sofort eine St. Barbara spielen. Zudem tut nämlich dieses Fleisch und diese Biergelde ein Plättchen der Kathedrale automatisch umdrehen. Das heißt, wenn du die als erstes spielst, kannst du sofort die übernächste Aktion aktivieren. Wenn du das im Blick hast, dann kannst du das in deiner Aktion eventuell sehr schön einsetzen. Also da geht wirklich richtig viel. Ich kann dir ja jetzt auch nicht genau sagen, wie das läuft einfach manchmal. Du siehst, dass es dann läuft. Du musst ja, das Besondere an dem Spiel ist, du musst nämlich deine Opponenten ja auch genau im Auge behalten. Was haben die vor? Werden die demnächst jetzt den Preis senken? Es ist ja nicht so, dass es nicht vorhersehbar ist, ob jetzt ein Preis runter oder rauf geht. Das kannst du ja nach 2, 3 Spielen, hast du ungefähr ein Gefühl dafür, was passiert, wenn jemand baut, ja, sowohl in der Mine als auch oben, oder wenn die Bevölkerung sich vergrößert. Du kriegst ja, das ist ja kein Gewürfel, das ist ja, hat ja eine Systematik, die kannst du ja gut einschätzen. Du musst so ein bisschen, und das ist auch etwas in dem Spiel, wenn du mit erfahrenen Spielern, deswegen sage ich, bin ich jetzt sehr traurig, ich bin jetzt an so einem Punkt, da hätte ich gerne so eine Gruppe erfahrene Spiele, mit denen ich dieses Spiel jetzt weiter erkunden kann. Wenn du immer wieder mit Anfängern spielst, kommst du gar nicht über dieses Level so hinweg, weil die anderen zum Teil das beliebig machen und nicht so genau drüber nachdenken, was sie tun. Ja. Hier möchte ich auch noch mal ganz kurz einhaken. Darfst der Punkt du? Ist, weil du so schön nach den Punktzahlen gefragt hast. Das ist ein Spiel, wo ich sage, das kann man nicht sagen, weil es kommt
unwahrscheinlich darauf an, wie deine Mitspielenden agieren. Wenn man da so Neidhammel hat, muss man sozusagen, die zum Beispiel die Holzhäuser, die dafür sorgen, dass der Holzpreis nicht hochkommt, dann spielt sich das Spiel anders, als wenn du eine Gruppe hast, wo der Holzpreis hoch ist. Weil auf einmal kannst du mehr Gebäude bauen, weniger Gebäude bauen. Das heißt, ich kann nicht am Schluss sagen, ich habe dieses Spiel 100 Punkte sicher, sondern ich muss mehr haben als meine Mitspielenden. Und das ist, so muss ich das Spiel spielen. Deswegen kann ich nicht sagen, ich habe mindestens immer diese Zahl. Mhm. Das ist der entscheidende Punkt. Dieses Spiel lebt von indirekter Interaktion. Mhm. Und zwar immer, was mache ich, was machen die anderen? Die beeinflussen mich durch ihre Aktion. Und ich kann nicht sagen, ich spiele heute diese Strategie, sondern ich muss mich immer gucken, was machen die anderen? Das ist ein sehr taktisches Spiel, finde ich dadurch. Natürlich habe ich die Idee, die Gilde 1 und die Gilde 2, die möchte ich so pushen. Aber wenn mein Mitgildenmensch, um es mal so zu nennen, der auch diese Gilden baut, auf einmal diese Baurechte nimmt, aber sie nicht baut, dann bin ich auf einmal gezwungen, die zu bauen oder andersrum. Also ich habe immer noch Einflüsse, die ich gar nicht vorhersehen kann. Und deswegen ist das Spiel sehr, sehr interaktiv, auch wenn man eigentlich ja nur Gebäude reserviert, Baugrundstücke reserviert. Mehr ist es ja an sich ja gar nicht. Und das ist, finde ich, schon faszinierend bei der ganzen Geschichte. Was ich aber schon sage, ist, mir wäre noch ein bisschen Varianz lieber. Also, dass die Barbara immer die gleiche Barbara-Plättchen sind. Da hätte ich es auch gut gefunden, wenn man da vielleicht andere Aktionen hat. Oder das Thema ist mit diesem Patrizier, nennen die sich ja. Also im Endeffekt, das sind so diese Leute, die dann gewisse Wertungen ausgleichen. Da kann man auch so eine Glockenkurve beobachten. In den ersten zwei, drei Partien macht man ihn nicht, versteht man nicht, weiß man gar nicht, wie soll ich jemals das schaffen, so ungefähr. Dann in der dritten, vierten Partie merkst du, das ist ja gut, weil der Zwischenwertung. Und das bringt mir aber nur dann wirklich was, wenn ich besser bin als die anderen. Wenn du früh reingehst. Mit einer gewissen Erfahrung gleicht sich das alles aus. Weil wenn ich sehe, die Jenny geht auf diese Richtung, dann weiß ich, okay, die hat sich heute mal dieses Gebäude da mit diesem Patrizienspiel gebracht. Ich gucke auf die Mine, aha, die will wahrscheinlich überall drin sein. Dann müsste ich vielleicht mich auch mal dafür kümmern, auch überall drin zu sein, weil dann partizipiere ich damit dabei. Und schon gleicht sich das auch wieder aus, so ungefähr. Also das ist schon... Ja, natürlich. Aber da ist ein bisschen auch eine Sache. Also ich finde, dieses Spiel lebt auch viel vom Timing. Wenn du weißt ja, also wie das gesagt... Das Spiel ist Timing pur. Es geht nur Timing pur. Wenn du es aber schaffst, der Erste in vier Reihen in der Mine zu sein und du hast die gelbe Patrizia-Wertung als Erstes, dieser Vorsprung von diesen paar Punkten, Zwei pro Patrizia bei Reihe. Die Vorsprünge sollte man nicht unterschätzen in diesem Spiel. Jeder Vorsprung ist wirklich Gold wert. Total, also das sind 5-6 Punkte, können so einen Unterschied machen in dem Spiel und deswegen nimmst du das auch alles mit, wo du Leute ausbremst. Und natürlich bringst du keinen Patrizier in die Wertung, wenn du siehst, ey, davon habe ich weniger oder wir bewegen uns alle mehr oder weniger gleich auf der. Ja, wobei das natürlich am Anfang eine kleine Wette ist, also... Ich habe mir was vor und sehe, alle anderen springen drauf, dann ärgere ich mich halt, dass ich überhaupt in diese Richtung gegangen bin. Also hundertprozentig vorhersehen kannst du es nicht, so gehst schon eine kleine Wette auch ein. Natürlich, du gehst eine Wette ein und du hast vollkommen recht, aber ich liebe dieses Spiel, weil es dieses Interaktive hat, weil es dieses Timing hat. Ich kann eine Grobstrategie für mich vorher überlegen, ob sie aufgeht. Das ist das Spannende. Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe Nukleum jetzt demnächst gespielt. Ich hatte nicht diese schwitzigen Hände und das Herzklopfen, ob es aufgeht. Ich hatte das in Kuttner Horror. Also tatsächlich. Ja, mega cool. Bietet mir dieses Spiel eine Spannung, die. Wo ich sage, in einem normalen Euro-Optimierungsspiel habe ich das oft nicht. Da weiß ich ungefähr, entweder habe ich einen Fehler gemacht, bumm, oder es läuft. In Kuttner Horror ist es spannend, ja? Und das gefällt mir auch an diesem Spiel total, ja. Tilman, du bist total, du guckst ein bisschen überfahren. Mich freut das wahnsinnig, dass dich das so mitreißt. Und dann, mir reichen diese 2 Punkte Unterschied fürs Spielerlebnis nicht so. Und also, das reißt mich nicht so mit tatsächlich, dieses Puzzlige, was man da auch drin hat. Und das wollte ich auch noch sagen, bei Kuttner Horror ist ja das Bauen von den Gebäuden sehr schmerzhaft, weil ich so viele Ressourcen im Prinzip investiere. Ich investiere 3 Aktionen. Ich weiß, das ist strategisch wichtig, die zu bauen, ja, und um die 4-3 Punkte abzugreifen, weil man da gleiche Wertung hat. Dann gebe ich viele Ressourcen ab. Keine Ahnung, ich baue eine Brauerei. Aber das Erste, was passiert in Kuttner Horror, ist erstmal, mein Marktpreis sinkt. Also ich habe so immer bei dem Kuttner Horror hatte ich immer so das Gefühl, ich werde erstmal nicht belohnt für was ich mache, sondern erstmal ist es, also der sofortige Effekt ist erstmal, außer ich mache eben diese Barbara-Aktion, indem ich eine flippe und dann komme ich ans andere Plättchen dran, erstmal ermöglicht mir das nichts, sondern es ist immer eine Wette, ob es aufgeht oder nicht,
ja, auf eine gewisse Art und Weise, ich kann es beeinflussen, ja, aber ich fand das eben so, das nochmal zusätzlich sehr unbefriedigend, genau diese Bauaktion, die mich am meisten an Kutnahora tatsächlich stört, weil ich so das Gefühl habe, ich baue, ja, dann kriege ich dann irgendwie 4 Siegpunkte raus vielleicht 5, mega. Also irgendwie dieses Gefühl stellt sich bei Kutnahora leider bei mir ein, aber ich kann sofort verstehen, was dich daran begeistert. Und ich liebe das ja auch, diese hohe Interaktivität. Geh mir weg mit Leisten, ja. Ich finde das mega, aber es geht für mich nicht auf eine gewisse Art und Weise. Ja, genau. Es tut mir leid. Ich finde es. Du, das braucht dir nicht leid zu tun. Jeder hat ja einen anderen Spielgeschmack. Und, ja. Also bei mir sind so ein paar Kleinigkeiten, die ich noch schöner finde. Also ich finde den Kartenmechanismus an sich erstmal interessant. Mhm. Aber wir hatten in der letzten Folge über Lacrimosa gesprochen. Da finde ich es wiederum schöner, dass ich die Karten nochmal aufleveln kann, dass ich mit den Karten was machen kann. Und das ist so ein Punkt. Kutnahora ist schon sehr runtergebrochen auf diese Sachen. Und da wäre mir tatsächlich mal ein Schnörkel lieber, dass ich vielleicht über eine weitere Aktionsmöglichkeit hätte, die dann vielleicht auch ein anderes Gefühl gibt, mir diese Kartenaktion nochmal verbessere, so dass ich auch noch einen anderen Weg sehe als diesen Weg, der hier grob vorgegeben ist. Mein persönlicher Punkt. Ja, also du hast es ja jetzt in 2, 3 Bereichen so angesprochen, dass du es gerne hättest, dass man noch ein bisschen mehr Varianz drin hatte, sowohl bei der Patrizia-Wertung, jetzt auch bei den Karten und so. Das kann ich auch vollkommen verstehen. Ich persönlich sehe das so, dieses Spiel ist so herausfordernd, überhaupt erstmal zu verstehen, dass ich jetzt sehr froh bin, dass ich nicht noch ständig wechselnde Märkte, nochmal was wechselt hat und so weiter, damit ich überhaupt eine Möglichkeit und eine Chance habe, in dieses Spiel mal reinzukommen und verstehe, wie dieses Spiel funktioniert. Dann, wenn ich mal der Profi bin und sage, ja, ich weiß, was dieses Spiel von mir will, dann ja, dann gerne. Dann schmeißt mir noch mal ein bisschen noch Veränderungen und andere Karten und sowas rein. Okay, dann wäre ich sogar bereit, eine Erweiterung zu kaufen, wo wir dieses Thema auch schon mal hatten. Aber ich finde das genau richtig an der Stelle, nicht noch mehr überfordernd zu wirken, weil es ist schon eine Herausforderung. Und ich habe mit Strategen, naja, so hochprozentigen Strategen gespielt, die erste Partie, die sind komplett geschwommen, komplett. Also ja, auch wenn man genau versteht, was man eigentlich machen muss. Also wie du sagst, mechanisch ist das nichts, was großer Hokuspokus ist, ja. Kommen wir nochmal zu so ganz kleinen anderen Sachen. Also ich fand die Anleitung übrigens sehr gut geschrieben. Ja. Das mal als Vorteil. Aber wie findest du denn das Handling von diesen Pappcomputern? Ich finde das sehr gut. Am Anfang habe ich erst gedacht, die Raster bleiben manchmal so ein bisschen stecken, aber das hat sich ziemlich schnell gegeben. Also das ging relativ schnell. Ich handle das. Ich weiß genau, wie ich das machen muss. Zack, rum, zum. Das geht ganz schnell nebenher inzwischen, ja. Ich sehe es auch nicht. Also ich finde es auch nicht so schlimm. Es gab mal eine Person, die war da direkt davor gestanden, die war dann irgendwie genervt, da wollte ich Karten umdrehen und ich möchte über meinen Zug nachdenken. Dann habe ich gesagt, dann gib mir halt das Zeug her, dann mache ich das schnell. Es gibt aber, darauf will ich hinaus, mittlerweile auch eine webbasierte App von Chess Games, was jetzt kein Wunder ist, weil das sind ja schließlich alles Informatiker. Das nur als Info, das nervt. Es gibt, kann man auch gerne in die Shownotes dann reinmachen, den Link. Ist im Endeffekt, man muss einen Link angeben oder eine Internetadresse angeben und dann hat man das ganze Thema mechanisch, da kann man auch die Gebäude anklicken, dann wird auch das Einkommen berechnet, weil auch das ist so ein Punkt, da muss man schon ehrlich sagen, wenn ich erstmal 3x4 und dann 5x8 und da kann ich in der Einkommensphase bei Menschen, die jetzt nicht gerade so unbedingt mathematikaffin sind, die haben da auch schon mal zum Zettel gegriffen, um das dann händisch aufzuschreiben und am Schluss die Summe zu haben, auch schon erlebt. Also da nur als Tipp, guckt mal rein. Über Chess Games kann man wahrscheinlich selbst da hingeben. Ich werde hier nochmal die Linkadresse angeben. Das macht die Sache manchmal schon einfacher, wenn man denn der offen dafür ist, auch ein Tablet neben das Spielbrett zu legen. Ja, schön, dass du es erwähnst. Das habe ich irgendwo auch schon gehört oder gelesen oder gesehen. Keine Ahnung mehr wo, aber ich habe es auf jeden Fall auch mitgekriegt. Genau. Jo. Wir müssen eigentlich noch das Material kurz erwähnen, finde ich. Ah, ja. Also dieses tolle Presssparen, super Öko-Material, ist wirklich ganz toll, finde ich. Also ich finde, die Häuschen sehen ganz bezaubernd aus. Ja. Das hat auch eine schöne Farbgebung. Ich finde übrigens, dass
auch übrigens, das muss ich schon sagen, das muss ich ihm zugestehen, ich finde es auch schön thematisch, was dann auf der Karte passiert, dass sich quasi über die öffentlichen Gebäude dann eben wesentliche Gebäude so ringen, weil die Bauplätze sind da teurer, weil man will ja irgendwie an der Kirche sein Haus haben und dadurch hat es, ich finde es thematisch tatsächlich schon süß gelöst, ja, genau, ja, für dann doch so ein relativ abstraktes Spiel, ja, genau. Also ich gehe da d'accord, ich mag auch die Aufmachung, ich finde dieses silbrig-schwarze, ich habe ja, für manche ist es zu dunkel, mir gefällt es, mir gefällt die Optik in den Minen, mir gefällt auch, wenn man die Karten der Gebäude umdreht, diese bunten Gebäude gefallen mir, dass die öffentlichen Gebäude so ein bisschen goldig glänzen, das gefällt mir auch. Und wenn wir gerade dabei sind, dann kann ich ja mal ganz kurz vorlesen, wer das Spiel gestaltet hat. Illustration, das sind nämlich 4 Menschen. Milan Baron, Jakub Politzer, Stefan Trastak und David Jablonowski. Genau. Nur um das nochmal zu erwähnen, der Vollständigkeit halber. Gut. Ja, am schlimmsten sind die Münzen. Ich konnte wieder nicht, das ist ja mein Kryptonit, Metallmünzen. Ich habe ja diese Münzen als Pappmünzen gesehen und da gab noch Werbung in der Anleitung, dass es da auch die Metallmünzen gab. Ja, die habe ich mittlerweile auch zu Hause. Die haben mir wieder sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß, das ist eine Umweltsünde und sonst was. Da ringe ich jedes Mal mit mir und ich falle jedes Mal wieder drauf zurück. Ich schaff's nicht. Ich verstehe tatsächlich nicht diese Liebe für Metallmünzen. Ich finde, das stinkt an den Fingern und ich finde Metallmünzen anfassen, da kriege ich Gänsehaut. Ich bin immer froh, wenn ich Pappmünzen habe. Nee, bin ich auch. Ja, das war's. Soll ich, ach ja, vielleicht noch mal ganz kurz zur Spieleranzahl. Also mit 2 Spielern kann man das spielen, aber da geht man sich mehr oder weniger aus dem Weg. Mindestens 3 Spieler, super genial. Mit 4 Spielern, da hat man die große Interaktion. Ich finde das gar nicht Kontrolle. Es gibt, wollte ich gerade sagen, du hast ja auch das, du hast gerade für das 2-Personen-Spiel kommen ja noch so Ereigniskarten ins Spiel, die mehr oder weniger so ein bisschen noch den Markt mit beeinflussen und sonst was. Das, ohne die wäre schlimm. Nichtsdestotrotz, ich finde es auch mit 4 Personen macht es deutlich mehr Spaß, aber genau um es einfach mal zu verstehen, ist das 2-Personen-Spiel schon sehr hilfreich, weil man noch viel direkter. Man ist selbst für die Gilden verantwortlich, hat da nicht die direkte Konkurrenz, weil das hast du ja auch nur im Mehrpersonenspiel. Also um die Zusammenhänge zu verstehen, hat das 2-Personen-Spiel schon durchaus seinen Reiz oder hat mir durchaus dadurch gut gefallen. Ich habe es tatsächlich als 2-Personen-Spiel kennengelernt, aber ich kann ja nicht mehr sagen, was die Karten gebracht haben. Ich weiß es einfach nicht. Die haben immer nur mal krass auf einmal 2 Pelikane bekommen oder die Steuer geht um 4 hoch. Also es war jetzt keine. Es war jetzt nicht wie so ein Solo-Automat, der auf einmal eine dritte Person simuliert, sondern sind eher kleine Effekte. Du kannst deswegen das Spiel problemlos diese Ereigniskarten auch ins 3- und 4-Personen-Spiel nehmen. Ja, ja. Einfach, dass da noch ein bisschen mehr passiert, um es mal so zu sagen. Gut, dann machen wir hier einen kleinen Cut und wollen uns dann doch mal nach langer Zeit, nachdem wir jetzt viel über Spiele gesprochen haben, mal über Spieletreff sprechen. Bargeflüster. Das Thema an der Theke. Also ich mache da jetzt ein klein bisschen Moderator, weil ich ja wie gesagt kein Spieletreff gegründet habe. Ich weiß aber, dass es immer mal Personen gibt, also das hatten wir auch beim Meeple-Netzwerk mal gehabt, seitdem ich ja drin war, wo einfach die Anfragen kamen, wie machen wir das? Da gab es glaube ich auch mal ein Meeple-Talk dazu, wo ich mich auch ausgeklinkt habe, weil ich ja wie gesagt keine Ahnung habe. Und da wollte ich jetzt euch mal fragen, wie geht man am besten ran? Geht man irgendwie? Also erstmal muss man wahrscheinlich einen Raum finden. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Wie komme ich überhaupt an einen Raum? Kirchengemeinde oder sonst was? Wie kamst du, Tillmann, an deine Räumlichkeiten? Also ich fange noch mal einen Schritt vorher an. Genau. Die Frage beim Spieletreff gründen ist erstmal, wen will ich denn ansprechen? Also was ist denn die Idee meines Treffs? Was soll denn das sein? Will ich da Gleichgesinnte treffen? Andere Enthusiasten? Soll es in eine Vielspielerrichtung gehen? Dann, also Räume zu kriegen,
ist eigentlich meiner Erfahrung nach, wenn ich halbwegs seriös und freundlich auftrete, ein bisschen die soziale Rolle des Spielens in den Vordergrund rücke und so weiter und so fort, eigentlich kein so großes Problem bei Kirchengemeinden, Bibliotheken. Die sind eigentlich zum Beispiel Bibliotheken, ich mache da eine Bespielung, die sind sehr dankbar, wenn da jemand mal kommt und im Prinzip da mal zeigt und vielleicht ein bisschen eine kleine Veranstaltung macht, weil die Ausleihzahlen jetzt bei unseren Bibliotheken sind zum Beispiel niedrig, ja, was Brettspiele angeht. Genau. Und das Gleiche war auch bei Kirchengemeinden. Da rennt man eher so offene Türen ein. Da schaut, also zumindest ist es bei mir so. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Jenny, aber bei uns war das, wäre das jetzt kein Problem gewesen, auch an anderen Orten zu spielen. Ja. Der Punkt ist eher, was möchte ich denn? Wenn ich viel Spieler haben möchte, muss man einfach sagen, wird halt der Kreis kleiner. Das heißt, ich suche mir eher vielleicht eine Location, die mit dem Auto zu erreichen ist. Also sind Parkplätze, bei, ich wohne in der Großstadt in Wiesbaden, hier in Biebrich, ja, hier sind nicht so viele Parkplätze. Also für mich ist der Dienstags, der Ort, Nachbarschaftshaus, der haben zufällig gute Parkplätze, aber das war jetzt nicht mein primäres Augenmerk, sondern mir ging es darum, weil ich vor allem wenig Spieler mit meinem Treff ansprechen wollte, also Leute, die im Familienbereich, leichten Kennerbereich spielen, eben Brettspiele in die Breite tragen. Das war eher meine Idee, weil Vielspielertreffs haben wir hier in Wiesbaden schon einige, da braucht es nicht noch einen, wo ich ein weiteres Mal und bei dem Thema zu meinem Wasserkraft spielen kann. Genau. Genau, und entsprechend wollte ich da war der Fokus drauf und mir ging es eher darum, einen Ort zu haben, der halbwegs öffentlich ist, der halbwegs zugänglich ist und wo auch Leute, wenn sie vorbeikommen, reingucken können und sagen, oh, was machen die denn da? So, das war meine Idee damals, genau. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Jenny. Also ich bin ja selber über den Spieletreff hier in Heilbronn reingerutscht sozusagen und das heißt, es ist eine Gruppe da gewesen, die schon bestanden hat. Und das ist das, was du sagst, das war jetzt tatsächlich eher eine Gruppe, die Vielspieler sind und auf der Suche waren nach Räumen. Also bei uns war eher das Raumproblem. Ich selber habe parallel dazu erstmal in der Gemeinde, ich bin ja in der Kirchengemeinde auch engagiert, aber ich habe da vor ein paar Jahren auf jeden Fall noch viel Jugendarbeit gemacht und da haben wir natürlich immer in den Räumen Platz gefunden, aber das war dann mehr gemeindemäßig ausgerichtet, dass wir halt Gemeinde eingeladen haben zum Spielen. Damals mehr jetzt tatsächlich jugendarbeitsmäßig. Also da hatten wir, das war ein Format, das hieß Brot und Spiele, das fand einmal im Monat statt, das fand in wechselnden Kirchengemeinden statt und da wurden immer vom ganzen Distrikt wurden die Jugendlichen eingeladen und da waren wir zum Teil 70 Jugendliche mit Übernachtung. Also da gab es Gulaschsuppe um 12, also das war richtig aufwendig zum Teil. Das war aber auch echt ein Happening, also das waren mit allem meine besten, sag ich mal, Spielenächte. Aber das ist natürlich auch wieder sehr speziell. Was ich dann aber gemerkt habe, ist, dass halt, das war dann auch wieder immer so exklusiv, ne? So, hier nur die Jugend, nur Kirchengemeindemitglieder. Heilbronn spielt, das ist offen, da kann jeder kommen, aber die Erreichbarkeit, da können wir ja auch gleich nochmal drüber reden, wie macht man Werbung und so weiter. Also wie werden neue Leute da im Prinzip angesprochen? Wie kommen neue Leute dazu rein? So, du hast gesagt, du hast eine Location gesucht, wo man reingucken kann. Das haben wir jetzt nicht. Wir sitzen im ASB im zweiten Stock oder hier bei uns im Gemeindesaal. Und natürlich wird über WhatsApp und über E-Mail und über Internet wird Werbung gemacht, aber es kommen tatsächlich zu diesen öffentlichen Spieleabenden selten mal ganz neue Leute dazu. Und auch das wieder, da können wir auch drüber reden, wenn man schon so eine eingeschworene Gruppe ist, es ist ein öffentlicher Spieleabend und dann ist man eine eingeschworene Gruppe und dann kommen Menschen, die sind noch relativ unbeleckt, aber du gehst genau zu so einem Spieleabend, um mal eben Spiele zu spielen und dann kommt jemand, der spielt jetzt ein einfaches Würfelspiel, da gibt es dann auch wieder so Probleme. Und das wollte ich so ein bisschen anders haben, deswegen bin ich dann vor ein paar Jahren auf die Stadtbibliothek zugegangen und habe gesagt, okay, können wir da nicht ein regelmäßiges Angebot starten? Und da hatten die ein offenes Ohr und dann haben wir drüber geredet und dann ist es von diesem Moment an losgegangen, dass wir halt einen monatlichen Spieletreff und das ist genauso, wie ich das eigentlich sehr schön finde, da kommt wirklich alles, was Lust hat zum Spielen mit ganz verschiedenen Ausgangserfahrungen, ne? Und
was ich total bemerkenswert finde, immer wieder neue Leute. Und da sind wir immer eine recht schöne große Gruppe inzwischen, obwohl wir im Exil leben gerade, ja. Ja. Hört sich super an. Aber bei uns ist es ja auch ähnlich, aber es tritt natürlich einfach schon ein. Das muss man einfach auch sagen, dass Spieletreffs halt einfach, naja, da kommen Leute dann regelmäßig, man wird eben eingeschworener und damit halt immer ausschließender. Und das finde ich eben auch wichtig, dass man sich klar machen muss, wenn man so ein Spieletreff macht und man will ihn meiner Meinung nach gut machen, dass man selber spielt, nicht die oberste Priorität hat. Ja, also jetzt gerade im Wenigspieler oder eben leicht in dem Niveaubereich ist es eben einfach so, wenn jemand zum Beispiel mit einer geistigen Beeinträchtigung bei mir im Spieletreff auftaucht, dann gehe ich zu dem und dann spielen wir halt ein Lama oder was auch immer. Ja, genau. Aber dann, das fängt mittlerweile auch die Gruppe an, aber erstmal ist das mein Ding, ja, weil ich habe den gegründet, ja klar, wir sind eine Community, haho, aber am Ende des Tages mache ich das dann und sehe mich da in der Verantwortung. Und das sollte man sich auch bewusst machen, dass die Aufgabe, so ich interpretiere ich die Aufgabe schon immer, dass man versucht, diese offene Gestaltung des Spieltreffs einfach zu erhalten. Aber du hast ja ein anderes System auch in dem Sinne. Bei mir ist er ja einfach offen. Wir sind offen, wir sind wöchentlich, jeder kann kommen. Ich mache halt meine Insta-Werbung, ich mache halt meine, keine Ahnung, versuche irgendwie in irgendwelche Stadtnewsletter reinzukommen und so weiter und so fort. Häng auch mal Plakate auf, ja, ganz klassisch. Ja, darüber kommen dann auch ein paar Leute. Aber wir haben auch mit einer Homepage, wiesbadenspielt.de, wenn man Brettspiele Wiesbaden eingibt, dann ist das der erste Treffer. Ja, das ist vorm Fachhandel, vor allem anderen. Das ist unsere Seite, wo wir dann irgendwie alles versuchen zusammenzuführen. Da bewerbe ich auch die anderen Spieletreffs, die es hier noch so gibt und so weiter. Ich versuche das auch so ein bisschen zu zentralisieren. Ja, dass eben, mir geht es um Zugänglichkeit zum Hobby. Ja, und das finde ich eben, ist über sowas gut gewährleistet. Genau. Ja, und das führt aber zu anderen Problemen als bei dir, wo du ja, glaube ich, du machst ja mit Anmeldung, wenn ich das richtig verstanden habe. Im Moment in der Stadtbücherei machen wir mit Anmeldung, aber das hat mit der Lokalität zu tun, weil, wie gesagt, unsere Stadtbücherei in den letzten 2 Jahren renoviert wird. Wir kommen jetzt wieder Mitte des Jahres rein, wunderbar. Deswegen hatten wir einen kleinen Raum in der Musikschule, den wir haben durften, einmal im Monat. Ja. Und da haben halt höchstens 25 Leute drin Platz sonst. Ah, okay. Genau, und deswegen mussten wir über Anmeldungen gehen, damit da irgendwie, weil wir hatten in der Stadtbücherei zum Teil auch 40 Leute, 40, 45 Leute, die dann auf einen Schlag kamen. Das wäre in diesem kleinen Raum nicht gegangen. Ja. Ja, ich habe bei diesen anderen öffentlichen Spieletreffs halt nicht den Hut auf. Ich bin nur jemand, der den Raum beigesteuert hat. Da hat jemand anders den Hut auf. Ich würde es auch gerne manchmal ein bisschen anders noch kommunizieren oder verbreiten. Ich habe jetzt nochmal, also Stadtbücherei ist für mich super angenehm, weil du hast da auch die Spiele vor Ort, ja. Du hast im Prinzip diesen ganzen Background hast du schon irgendwie gegeben. Du hast eine angenehme Örtlichkeit. Es können alle Leute kommen, ja. Es ist ja für alle zugänglich, selbst für Leute, die überhaupt nicht in der Stadtbücherei Mitglied sind oder so. Das ist prinzipiell komplett offen. Und da sehe ich, also da bin ich auf jeden Fall immer so wie du eingestellt, dass ich im Prinzip da gucke, wo ich jemand auffangen kann. Oder wenn Leute zu spät kommen, dann bilde ich mit denen nochmal die Gruppe. Oder jetzt sind wir dazu übergegangen, dass ich auch immer mal ein Spiel vorstelle und da eine Gruppe schmiede, so dass immer mal ein Spiel, das so nicht viel gespielt wird, halt mal wieder in den Mittelpunkt gerückt wird, wenn es das denn zulässt. Wenn es Leute gibt, die mich brauchen, dann bin ich eher dort unterwegs. Bei den wirklich ganz öffentlichen Treffen mit den eingespielten Gruppen, da gehe ich ja auch hin, um dann mal zu spielen, weil das sind meine Spielabende, wo ich halt dann auch mal auf meine Kosten kommen kann. Da bin ich aber, da sehe ich mich auch nicht unbedingt als diejenige, die den Hut auf hat, tatsächlich. Nee, ich habe das versucht, dann auch, theoretisch habe ich mal 2 Spieletreffs gleichzeitig organisiert und dann 4-Spieler-Treff und den nicht organisiert, aber ich habe mich da in der Verantwortung gefühlt. Und tatsächlich
Das funktioniert, also A war es zu viel, das ist halt auch eine Belastung am Ende des Tages. Du musst halt dann dahin, also gerade ich weiß noch an der Anfangszeit des Treffs, wenn ich dann nicht da war, ja, da kamen auch nicht so viele. So, ja, das lief dann schon noch weiter, das hat sich jetzt sehr verändert. Ja, also wir sind jetzt mittlerweile eine feste Gruppe mit vielen Stammbesuchern, auch mit, was mich am meisten freut, eben auch vielen unregelmäßigen Besuchern, die mal reinkommen, weil es denen eigentlich gut gefallen hat, aber die vielleicht jetzt nicht jeden Dienstag Zeit haben und Lust haben, auch dahin zu kommen. Es kommen immer wieder neue Leute rein. Wir sind so ungefähr bei 24 Spielern ungefähr jeden Dienstag, was in Ordnung ist. Genau, ich bin da eigentlich super happy mit der Entwicklung, wie sich das entwickelt hat. Zumal jetzt auch viele einem auch, wie macht ihr das denn mit den Spielen? Ja, also wir zum Beispiel öffentlichen Spielen, wir bringen unsere Spiele selber mit. Mit. Ja. Entschuldigung, soll ich? Ich antworte und dann erzählst du mir, wie du es machst. Also, ja. Ich habe in der Nachbarschaftshaus glücklicherweise die Möglichkeit, einen Schrank zu haben, einen kleineren. Und da kann ich zumindest so die Klassiker des Zug um Zug, keine Ahnung, eben den gegenwärtigen Spiel des Jahresgewinner, whatever, da eben vorrätig haben. Ein paar Partyspiele, ein paar leicht zugängliche Spiele, die muss ich mal wieder ausmisten. Ich bin halt viel Spieler, da müllt man dann schnell den Schrank zu. Ja. Aber am Ende des Tages ist das der große Vorteil, weil es natürlich ein Problem ist im Vielspielertreff, bringen natürlich alle ihre Spiele mit. Wir bringen auch noch on top natürlich noch Spiele mit, so ist natürlich auch, ja. Aber beim Vielspielertreff ist natürlich so, dass die Vielspieler wollen halt ihr Kutnahora, das habe ich gerade zu Weihnachten bekommen, das muss jetzt mal auf den Tisch. Und dann bringen die jetzt nicht noch ein kleines Spiel mit. Und wenn dann plötzlich, ich habe einfach auch im Mittwochstreff, das ist unser Vielspielertreff tendenziell, der hat sich jetzt auch wieder geöffnet, das machen jetzt drei andere, die machen das ganz wunderbar. Genau, der hat sich auch ein bisschen geöffnet, aber da habe ich Partien, ich habe da einfach an Abenden erlebt, da kam eine ältere Dame, die hatte, keine Ahnung, ihr Skyo unterm Arm und die wurde dann halt im Prinzip in eine Partie Brass mitgeschleppt, ja, und dann sitzt du halt dann davor und denkst, sag mal, habt ihr sie noch alle, ja, also, aber das ist halt mein Spieleabend, der muss jetzt so gestaltet werden und das wollte ich halt anders machen, sagen wir es mal so, ich fand das schon ziemlich. Und aber das schleift sich halt ein, weil eben der Vielspieler bringt eben nicht ein Skyo mit, ja? Der bringt eben nicht ein zugängliches Spiel mit, sondern der bringt eben den Kennerspiel Plus Bereich mit. Zumindest bei unseren Treffs ist das so, bei den von Vielspielern, ja. Also vielleicht nee, darauf Kleines, ja. Darauf achten wir schon. Also wir Spiele mitbringen, bringen auch immer leicht zugängliche Spiele mit tatsächlich. Und wenn jemand aufläuft, dann gucken wir schon auch, wie die Gruppen so gestaltet werden können, dass es einigermaßen passt. Also darauf achten wir tatsächlich schon. Wir sind auch nie so viele, also wir sind so 15 oder so, ich weiß nicht, wie ihr dann seid. Es ist immer so plus minus um diese Dreh. Deswegen kann man das auch ganz gut einschätzen, ja. Aber mir ging es eigentlich mehr darum, also meistens bringe ich so 5-6 Spiele mit und dann bringt noch jemand anders 5-6 Spiele mit und eventuell bringt noch jemand sein, wie du sagst, ein Top-Spiel, aber das ist bei uns tatsächlich eher nicht so die Regel, sondern es sind immer jemand anders und ich. Also du gibst halt immer deine persönlichen Spiele in die Auswahl sozusagen und machst dir ja vorher schon Gedanken, okay, was nehme ich jetzt als leichteres Spiel mit und was nehme ich als schwereres Spiel mit? Und da war jetzt halt meine Frage, hast du ein Pool, auf das du zurückgreifen kannst? Kriegst du irgendwie deine Spiele finanziert oder ist das auch alles dein privater Besitz oder wie läuft das? Das ist nämlich tatsächlich immer so ein Punkt bei mir mit den öffentlichen Spieletreffs. Ich habe zwar meinen Instagram-Account ganz schön gepusht, aber da ging es eher darum, Reichweite zu erreichen, dass wenn ich hier lokal jemandem folge, dass der mir zurückfolgt und ich eine Form von Sichtbarkeit lokal erreiche, ja. Aber grundsätzlich sehe ich mich nicht als Influencer in irgendeiner Form und wäre auch nie auf die Idee gekommen, an Verlage ranzutreten. Aber ich kam dann öfters bei Großveranstaltungen so dann schon dahin zu sagen, naja, eigentlich mache ich hier Promotion. Ja, also ich stand mal einmal in so einem kleinen, da haben wir öffentlich gespielt und dann habe ich da Smart 10, keine Ahnung, 40 Leuten erklärt. So, ja. Und da habe ich halt schon gedacht, weil ich auch mal vor Urzeiten bei Asmodee auch mal am Stand erklärt habe, habe ich gedacht, ja, fühlt sich ähnlich an. Ja. Und da ab dem Zeitpunkt gehe ich auch auf Verlage mal zu
Und da ist die Resonanz sehr unterschiedlich. Also wenn, hole ich mir halt konkret anlassbezogene Spiele. Wir hatten, oder frag die mal an, eben beim Verlag. Ich glaube, bei Spiel des Jahres e.V. könnte man sich wahrscheinlich auch melden. Da habe ich mich jetzt auch für Spielen, für Toleranz zum Beispiel angemeldet und dann ist es nicht mehr mein Privatbesitz. Das wird jetzt eine längere Antwort und es kann sein, dass ich ab und zu mal wieder abschweife. Dazu neige ich leider bei dem Thema. Ja. Weil das ist nämlich auch so ein Ding, wenn man sowas organisiert, man hat nicht wirklich ein Gegenüber. Man hat nicht jemanden, mit dem ich über Treffs reden kann, weil mein Gegenüber das genauso interessiert wie mich. Ja, das dem ist nämlich nicht so, sondern das ist halt mein Thema. So, genau. So, kommen wir wieder zurück. Ich hatte zum Beispiel neulich, hatten wir eine Lesung hier von Sebastian Goller, der hat ein Spiel über Trading Card Games geschrieben und dann war die Idee, dass wir im Prinzip so ein bisschen, keine Ahnung, Draft und so weiter, am Beispiel von Challengers zum Beispiel erklären. Und dann schaue ich eben, dass ich Challengers auftreibe, wenn ich es persönlich jetzt nicht im Besitz habe. Bei Challengers ist es so, das habe ich nicht im Besitz. Und das kann ich hier beim lokalen Fachhandler, der Merlins, der ist da relativ kulant, die haben ein paar Sachen hinten, so kaputte Exemplare oder Rückläufer, da kann ich mich zum Beispiel aus dem Portfolio bedienen, wenn ich das denn möchte, ja, da sind die super kulant und freundlich. Im Zweifelsfall schreibe ich mittlerweile aber auch Verlage an, ja, und ich sag's mal so, umso kleiner der Verlag ist, desto wahrscheinlicher ist auch, dass ich da eine positive Rückmeldung bekomme, umso größer, desto irrelevanter wird natürlich mein Treff, ja, ich kann da zwar mit meinen Durchschnittsbesucherzahlen und sowas kann ich versuchen, irgendeine Werbewirkung denen zu erklären oder für die gute Sache oder whatever. Aber so wirklich griffig ist das ja nicht. Und das zweite Problem ist natürlich auch, was ist denn dann mit dem Spielen? Also jetzt momentan, ich habe eine Spende zum Beispiel von Piatnik bekommen. Ja? Die liegen jetzt hier rum, liegt da gerade da oben, Tic-Tac-Boom und was weiß ich, ja, jetzt oder Activity Junior. Die liegen bei mir. Das sind aber eigentlich nicht meine Spiele. Die will ich auch gar nicht haben. Mein Ziel ist es schon, irgendwann Richtung Ludothek irgendwas zu etablieren oder zu schauen, dass man eine Co-Pro mit der Stadtbibliothek halt hinbekommt. Ja, das könnte ich natürlich schon jetzt machen und sagen, ich spende der Stadtbibliothek, aber ich fände es gut, wenn das irgendwie ja im Verein irgendwann verfasst wird in irgendeiner Form. Wie Darmstadt habt ihr, glaube ich, eine öffentliche Ausleihe erst vor kurzem gegründet, wenn ich mich richtig entsinne. Vor kurzem, vor einem Jahr, zwei, weiß nicht. So um den Zeitraum. Ist mir da aufgefallen. Genau. Und das ist tatsächlich so die Krux, dass wenn ich anfrage, das sind ja nicht meine Privatspiele. Ja. Oder jetzt diese Among Cultist-Aktion, weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, die haben halt massiv viel Promos verteilt. Dann schreiben die mich halt an, kriege ich halt einen Among Cultist. All in, der steht jetzt hier halt rum. Und das ist halt nicht mein Spiel, ja, und ich will das jetzt aber auch nicht veräußern, ich will da jetzt keinen finanziellen Profit draus machen. Soll ich der Bibliothek spenden? Ja, also, weißt du, da sitze ich eher so rum und meine Frau bringt mich natürlich um, ja, ich lager also hier Spiele, die ich gar nicht will. Du weißt dann halt nicht, wo du das die Spiele, die dir sozusagen gespendet werden, dann lagern sollst, mehr oder weniger, ne? Also du bräuchtest so einen kleinen fahrbaren Untersatz, wo du die Sachen reintust und dann halt von Spieletreff zu Spieletreff fahren kannst. Ich will da mal einhaken an zwei, drei Punkten. Der eine Punkt ist, ganz allgemein möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass es ein Förderprogramm vom Spiel des Jahresverein gibt, wo man eben als Spieletreff eine Eingabe geben kann. Wir wollen beispielsweise einen Schrank beispielsweise kaufen, aber halt auch möglicherweise Möbel, aber auch Spielepakete. Also im Endeffekt, es gibt viele Möglichkeiten, sowas zu fördern. Und zum Thema, wie komme ich vielleicht an neue Spiele ran? Da bitte ich wirklich, macht das. Ich weiß, das ist zwar Arbeit für meine Kollegen und Kolleginnen im Verein, die das mehr oder weniger bearbeiten müssen, aber im Endeffekt wollen wir ja auch das Geld, was wir über Lizenzeinnahmen im Verein haben, auch wieder rausgeben. Also da bitte nicht falsche Bescheidenheit oder sowas an den Tag legen, sondern lieber einen Förderantrag zu viel schreiben, als einen zu wenig. So, das ist das eine. Das andere ist, weil ich jetzt mal gerade reinhake, ich bin halt in der glücklichen Situation hier in Darmstadt, dass schon sehr, sehr viel gewachsen ist. Als ich nach Darmstadt kam, war das Ganze schon sehr ausgeprägt. Es gibt hier das große Darmstadt Spielfest und dafür ist ja damals ein Verein gegründet worden, der auch Spieletreffs macht. Und da ist natürlich immer das Thema, über den Darmstadt Spielt bekommen wir von den Verlagen Spiele, die wir dann natürlich auch im Spielekreis benutzen können. Irgendwann war ja genau das große Thema, dass wir eigentlich so viele Spiele hatten und die alle im Lager hatten für ein Jahr, bis wir im nächsten Jahr wieder hatten, so dass irgendwann ja auch die Idee kam, also auch gerade in Corona, weil das spielt ja aus, dass wir da zur Weihnachtszeit mehr oder weniger eine Spieleausleihe gemacht haben, die sehr gute Anklang haben. Und jetzt haben wir gesagt, die ganzen Spiele, die wir haben, macht es ja eigentlich Sinn, wenn wir die auch verleihen können, so dass jetzt eine Ludothek gegründet wurde. Und das ist natürlich super, braucht natürlich aber
viele, viele Menschen. Das ist halt der entscheidende Punkt. Wenn man das alleine macht, ist das unmöglich, weil du musst ein System haben, du musst eine Verlässlichkeit haben. Wann ist eine Ausleihe möglich, zu welchen Zeiten und so weiter und so fort. Es war schwierig genug, Räume zu finden, auch Lagerräume zu finden. Das war schon immer das Thema, wo lagert man überhaupt die Spiele, die große Menge. Und das ist alles nachvollziehbar, was gesagt wird. Und deswegen glaube ich, im kleinen Bereich, so wie ich es jetzt auch von meinem kenne, ist halt schon, dass sehr, sehr viel davon läuft, dass man erstmal private Spiele mitbringt. Und es ist natürlich immer von Vorteil, wenn man eine Kiste hat oder einen Schrank hat, wo man einfach so Klassiker hinmachen kann, sei es ein Can't Stop, sei es irgendein Kartenspiel, was quasi immer funktioniert, um reinzubringen. Aber ansonsten muss man die Leute anhalten, ihre eigenen Sachen mitzubringen. Und da wäre es halt schön bei dir, Jenny, wenn es eben nicht nur zwei Personen sind, sondern dann halt jeder, sagt man, 3-4 Personen mitbringt. Und das sagen wir halt bei unseren Spieletreffs, die ja auch öffentlich sind, wo ja jeder kommen kann, dass halt auch durchaus dabei steht. Und das finde ich auch sinnig, wenn ich neu bin, ich soll bitte mal schon mal mein Lieblingsspiel mitbringen. Weil das Erste, was ich eine Person frage, die neu kommt, ist, was spielst du denn gerne? Und wenn die das Spiel dabei hat, und da ist halt, dann spiele ich halt am Ende Malefiz von mir aus. Habe ich jetzt erstmal keine Lust, aber erstmal das Gemeinsame mit der Person spielen, dass die sich auch angekommen fühlt, dass die weiß, okay, ich werde hier trotz allem ernst genommen. Und dann kann man sagen, so, jetzt haben wir das dein Spiel gespielt, guck mal, was wir hier da haben, was könnte vielleicht in diese Richtung gehen. Und deswegen sagen wir immer, bringt eure Spiele mit. Also ja, das steht auch tatsächlich da. Ihr seid herzlich eingeladen, eure Spiele mitzubringen. Ich weiß nicht, was das hier in Heilbronn ist, aber es bringen wirklich selten Leute Spiele mit. Und es ist so eine gewisse Bedienhaltung da, ne? So. Aber das ist ungewöhnlich. Also, es ist schon manchmal ungewöhnlich und ich finde es auch manchmal ein bisschen anstrengend, weil aber das kommt, ich komme hier. Ja, genau. Was willst du sagen? Du, ich kann das total verstehen. Das hatten wir im Mittwochstreff tatsächlich jetzt auch mal als Thema, dass eben auch angefangen wird, dass nur Einzelne bringen im Prinzip die Spiele halt mit, ja. Also 2 Personen, vielleicht 3 Personen für 16 Leute. Das ist natürlich trotzdem immer noch, reicht es natürlich völlig aus, um so einen Abend zu gestalten. So ist es nicht. Aber ich finde das auch super schade, weil die Treffs, also als ich das erstmal in den Treff gegangen bin, war ich schon so ein bisschen angefixt, war vorher, glaube ich, war auch im anderen Treff vorher, war da aber nicht so ganz so happy. Und dann bin ich in den Mittwochstreff gegangen bei uns in der Ringkirchengemeinde. Und dann war da halt alles da. Ja, alles, was ich mal irgendwie auf YouTube gesehen habe und so. Und das war wie ins Schlaraffenland zu kommen. Und dieses Gefühl zu haben, das wünsche ich natürlich auch anderen, ja, dass du eben wirklich die Auswahl hast, da was zu machen und das eben auch nicht einzeln nur sich zuständig fühlen. Ich weiß aber auch nicht, wie man es lösen soll. Ich hatte das Gefühl, es ist halt eine Frage der Gruppenzusammensetzung. Also wenn du Leute in der Gruppe hast, die viel Kickstarter backen, die haben immer viel Bedarf, ihr Zeug abzuspielen. Ja, und die bringen natürlich den Kram auch immer mit. Und das hat sich im Mittwochstreff halt ein bisschen verändert. Ja, sonst sind eher Traditionalisten, würde ich jetzt mal sagen, wo es reicht, da spielen wir jede Runde, jede Woche Concordia, ist auch cool. Ja, und dann wird es halt schwierig mit neuen Spielen, die dann jemand mitbringt. Und ich kann das Problem total verstehen, weiß aber leider keine gute Lösung. Ja. Ja. Nee, also ja, es ist manchmal nicht so ganz einfach, ne? Und dann ist es auch manchmal so, dann werden eventuell Spiele mitgebracht, aber die sind dann eventuell nicht vorbereitet. Ja, dann hast du halt nur eine begrenzte Zeit und dann fängst du da nicht an, dir ein großes Spiel da anzueignen. Wenn ich Spiele mitbringe, dann kann ich in der Regel die Spiele auch alle erklären. Und manchmal denke ich, ja genau, ich habe die Leute ja so erzogen, die wissen, Jenny ist da, Jenny bringt die Spiele mit, Jenny kann dann die Spiele erklären. Ja, manchmal läuft sich das so entgegen. Ja, ich würde mir das dann halt auch wünschen. Es kommt schon ab und zu mal, aber es kommt halt nicht regelmäßig. Ja. Und das finde ich sehr angenehm wiederum an der Stadtbücherei tatsächlich. Erstens, die Spiele sind da. Zweitens, ich muss mich um das Drumherum nicht kümmern. Es ist ja eingebettet in dieses System, ne? Im Moment ist es eine Ausnahmesituation. Ich fahre immer vor den Spieletreffs hin und suche halt 15 Spieler aus. Jedes Mal andere, wo ich sage, okay, es muss immer leichte Spiele da sein und so weiter und so weiter. Und wir gehen jetzt auch dazu über, immer in der E-Mail vorher anzukündigen, welche
zwei Experten oder Kennerspiele dabei sind, damit, wenn Leute kommen, sie sich eventuell vorher schon drauf vorbereiten können, weil alle 25 kann ich ja auch an dem Abend nicht auffangen. Wir haben Gott sei Dank in der Stadtbücherei Leute, die kommen, die sehr gewillt sind, sich tatsächlich an diesen Abenden Regeln selber anzueignen, aber die greifen natürlich dann zu den leichten Spielen, zu den Partyspielen, zu den Vielspielerspielen, zu den Quizspielen und sowas. Da wird dann kein Bonfire auf den Tisch gepackt und gelesen und gelernt, ja. Da muss dann zufällig jemand da sein, der das kann, ja, logisch, ja. 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 Das ist so eine Gratwanderung, ja. Das ist schwierig, aber hast du das Gefühl, also bei mir beim Dienstagstreff kann ich sagen, dass wir da einfach gewachsen sind und ich jetzt das Gefühl habe mittlerweile, ich werde da auch super unterstützt, ja. Also wenn ich da Hilfe frage oder frage, kann mir jemand erklären bei irgendeiner größeren Veranstaltung, jetzt ich mache immer die Brettspielzeit so alle 3 Monate oder sowas, da kommen dann, keine Ahnung, 80 Leute oder so. Und dann frage ich dann immer die Leute oder Stadtland spielt. Und da habe ich halt das Gefühl, ich kann mittlerweile auf Leute zurückgreifen. Hat sich da bei dir irgendwas entwickelt so? An Community quasi, die irgendwie gemeinsam das ein bisschen gestalten will. Ja, hallo, hier ist die Jenny aus der Zukunft. Diese Frage von Tillmann hat mich ein wenig unvorbereitet getroffen und ich habe noch mal sehr lange darüber nachgedacht und wollte meine Gedanken dazu ausführen. Und deswegen dachte ich, dass ein Einschub hier ganz gut ist. Gibt es eine aktiv gestaltende Community in Heilbronn? Im Moment sehe ich sie nicht, aber ich denke, es liegt an den Gelegenheiten. Bislang gab es hier in Heilbronn, und sollte das anders sein, dann darf man mich da gerne auch berichtigen, keine größeren Spielveranstaltungen. Zumindest weiß ich nichts davon. Es gibt hier keinen Brettspielfachhandel. Es gab nie eine Ludothek. Ich meine, das übernimmt jetzt die Stadtbücherei seit einigen Jahren. Aber es gab halt bis dahin keine Ludothek, wo Möglichkeiten bestanden hätten, dass sich Community bildet und von dort aus Impulse gemacht werden können. Ich selber habe ja lange gesucht, wo ich spielerischen Anschluss finde und habe halt dann diesen Spielekreis gefunden, der von einer Privatperson aufgezogen wird und bis heute besteht und wo ich auch bis heute sehr gerne hingehe. Wir sind aber nie eine recht große Gruppe, sondern immer 7 bis 12 Leute, je nachdem. Jetzt gibt es ja, wie gesagt, seit einigen Jahren das Spieleangebot einmal im Monat in der Stadtbücherei. Jetzt war ja Corona und es war die große Renovierung. In den letzten Jahren konnten keine größeren Sachen in der Stadtbücherei angeboten werden. Und das ist jetzt der Punkt. Also zum einen möchte ich sagen, ich habe eine sehr aktive und engagierte Ansprechpartnerin, die für alles offen ist, für neue Ideen offen ist und die wirklich auch Spaß an der ganzen Geschichte hat, selbst wenn sie keine Vielspielerin ist, aber es macht ihr alles wirklich viel Spaß und ich kann mit ihr alles auch bequatschen. Und jetzt, wenn die Stadtbücherei in ihre Räume zurückgezogen ist, da ist sie schon wirklich am Hirnen, welche Veranstaltungen noch auf den Plan kommen können und auf welche, sag mal, Ressourcen wir zurückgreifen können, um so eine größere Veranstaltung durchzuführen. Und da sehe ich durchaus, ja, wir werden Leute fragen aus den Spieleabenden, die wir in der Stadtbücherei durchführen. Wir werden Leute aus meinem Spielekreis fragen. Und ich bin mir 100%ig sicher, dass diese Menschen Zeit und Lust haben, da mitzumachen. Und dann wird sich sehen, was daraus sich ergeben kann im weiteren Verlauf. Also wenn man so will, steckt alles noch in den Kinderschuhen und es wird spannend zu sehen, welche Dynamiken das dann nimmt, ob so eine Veranstaltung dann ein Ausgangspunkt ist für, ja, wir wollen das noch mehr machen und wir haben gesehen, da kommen Leute zusammen und die haben Spaß daran und haben vielleicht auch noch selber Ideen und es gibt die Möglichkeiten, die Räume dazu, dass wird sich alles zeigen. Insofern, eine solche Community ist bei uns eventuell am Entstehen. Und jetzt gehen wir wieder zurück zum Podcast. Das ist übrigens noch ein
kurzer Aspekt, den ich auch noch kurz erwähnen möchte. Es gibt natürlich, also ich habe auch coole Dudes und Freunde, die könnten da auch mal hinkommen zum Spieletreff. Das wollen die aber halt nicht. Ja? Ja. Für die ist eben so ein Spieletreff immer das kleine Lotto, ob mein Abend gelungen wird oder nicht. Sitze ich da genau. mit jemandem ja. am Tisch, der jetzt 43 Stunden für seinen Zug braucht? Ist der mir sympathisch oder nicht? Ja, die spielen ja, halt mit genau. ihren Jungs oder mit ihren Freunden oder ihrem Freundeskreis. Und das ist auch ja. immer das, mit dem, das ist natürlich auch die Konkurrenz, die du hast. Ich sag's mal so, also in dem alten Mittwochstreff, die Leute sind ins Private ausgewandert. Die hatten keinen Bock mehr, immer am Tisch zu landen mit XY. Und dann sind die verstanden sich so gut, ja, dann treffen die sich halt privat. So einfach ist es. Und dass du versuchst, das zu halten, ja. dass diese Leute halt bleiben. Das Problem ist, es ist ein gruppendynamischer Prozess, so ein Treff, ja. Das heißt, die Leute, wenn da ein fester Kern ist, der vielleicht ein bisschen schwierig ist, ein bisschen eigen ist, ja, naja. Ich stelle es einfach wertfrei in den Raum, dann wird dieser Treff nicht mehr wachsen. So. Oder wenn kommen weitere komische Menschen dazu. Und das ist jetzt sehr überspitzt formuliert, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ich glaube auch, jeder weiß, welche Spielertypen man meint, die eben in Treffs eben auch vermehrt auftauchen. Ja, sind eben, zumindest in der Vielspielerblase, in der ich bin, sind es häufig Leute, die es nicht schaffen, private Runden regelmäßig zu haben. Ja, sondern Leute, die so ein bisschen manchmal aus durchs soziale Netz fallen. Ich sag's jetzt mal hart, ja. Das kann ich jetzt bei uns nicht. Aber ja. Genau, aber die gibt's bei uns auf jeden Fall in der Szene definitiv. Ja. Also und, das kann ich jetzt bei uns nicht so sagen. Das ist wirklich, wir verstehen uns alle super gut, ja. Aber diese Fluktuation, die du sagst, das kann ich bejahen. Also es kommen, wie gesagt, es kommen immer mal wieder neue Leute. Die finden dann die Leute über diese Spielkreise und dann wandern sie ins Private. Dann sind sie weg. Und dann bleibt wieder der harte Kern von 7 Leuten, bis wieder neue Leute kommen. Dann hast du plötzlich wieder einen Schwung neuer Leute. Denen gefällt es dann eine Weile ganz gut bei uns. Dann finden die in dem Spielekreis ihre 3, 4 Leute und dann wandern sie wieder ins Private ab. Und dann bist du wieder da. Ja, also das. Ja. So ist es die letzten Jahre ein bisschen zu beobachten. Du, das ist bei mir jetzt beim Dienstagskräft Gott sei Dank nicht so gewesen. Aber bei einer Truppe jetzt zum Beispiel, wo du auch merkst, wenn die zum Spieleabend kommen, dann haben die schon mal vorher geschrieben, was die zusammen spielen wollen. Also es ist halt, bei mir sind offiziell keine Spieleverabredungen erlaubt, weil es soll ein offener Treff bleiben. Ja, das geht ja, das auch, man kann da viel diskutieren über ganz viele Aspekte von Spieltreffs, wie man was macht. Ja, aber bei mir ist es eben, in dem Dienstagstreff ist es eben offen oder bei uns. Also, weil ich das eben möchte, dass wenn ein neuer Spieler kommt, da nicht irgendwie 5 Tische schon besetzt sind und der kann dann gucken, wo er bleibt. Oder ich muss es dann halt machen. Das fände ich eine ungünstige Konstellation, wenn das sich so darstellt. Genau, aber bei manchen habe ich echt gewartet, dass die nächste Woche nicht mehr da sind. Weil du eben das Gefühl hast, wieso geht ihr nicht nach Hause und spielt da? Ihr spielt doch eh nur miteinander, ja. Aber mich freut es halt mega, wenn die sich da so wohlfühlen und kommen und die halten, und so Truppen halten die halt, ach, das ist jetzt sehr. Das ist ein bisschen pädagogisch halt gesprochen. Das ist halt gut fürs Klima, ja, dass da einfach eine gute Atmosphäre herrscht, wie du schon sagst. Es wandert dann häufig halt ein bestimmter Teil Leute aus, die gerade offen kontaktfreundlich sind, gerne, ja. Mhm. Die gehen dann halt ins Private. So, das ist mein Eindruck zumindest, den ich da gewonnen habe. Ja. Ich will da auch nichts Falsches sagen, weil da fühlen sich vielleicht Leute, die das hier hören, angesprochen oder so. Und ja, ich finde, das ist ein wirklich interessantes Thema, offene Spieletreffs und vor allem die Dynamik, die das teilweise entwickeln kann. Interessant finde ich ja vor allem so Riesentreffs, wie jetzt den Brettspielclub Niederrhein, der dann, wenn ich da die Zahlen sehe, wie viele Leute da spielen, da fahre ich dann immer um, ja, und denke, ach du Scheiße, 80 Leute, ja, jede Woche, ja, das ist halt schon total krass, aber die verfolgen halt auch einen anderen Ansatz. Die haben eben zum Beispiel Tischbuchung. Da kann ich mich einwählen in eine Partie Arche Nova und weiß, heute Abend spiele ich Arche Nova. Ja. Und das habe ich aber auch schon erwogen, tatsächlich für ein Vielspielertreff, ob das nicht ein besseres Konzept wäre. Ja. Dann umgehst nämlich diese ganzen Problematiken, die du auch gesagt hast, dass Leute zu wenig Spiele mitbringen, dass nichts da ist, sondern da ist feste Fixverabredung. Ich kann dieses Spiel eben da erfahren, ausprobieren, jemand erklärt es mir und das ist eben ein fixer Termin. Ich fand das nicht so schlecht. Ja, ich weiß es nicht. Also ich bin da sehr, da bin ich ambivalent, was ich davon halten soll. Ja. Also es gibt auf jeden Fall viele
Punkte, gell? Da könnten wir jetzt ewig weiter schwätzen, aber ich glaube, irgendwie müssten wir jetzt müssen wir eine kleine Schleife machen. Wir sprengen die 3-Stunden-Grenze. sonst ich gleich mal sagen. Hast du noch eine Frage, Tobias? Ja, genau. Hast du eine Frage an uns, eine ganz spezielle Frage? Nee, eine Frage gar nicht mal so, weil ich meine, im Endeffekt, das ist doch der entscheidende Punkt, es kommt immer, wie auch beim Spielerlebnis, es kommt halt auf die Leute drauf an und die kannst du dir halt nicht backen, sondern du musst halt gucken mit den Leuten, die kommen, wie man damit umgeht. Und eine gewisse Selbstreinigung oder Hygiene muss auch stattfinden. Es macht keinen Sinn, wenn eine Person da ist, die wirklich schlechte Stimmung ist, mit dem keiner spielen will, dann ist es dummerweise eine saublöde Aufgabe, aber das ist nun mal so als Organisator, da muss man diese Person auch mal ansprechen und sagen, ey, du tust dir das Klima, also es hilft keinem weiter, es sind alle unglücklich, weil du da bist und bitte komm nicht mehr. Und das ist eine ganz, ganz blöde Situation, habe ich auch schon mal erlebt, aber für den Spieletreff als solches ist es halt wirklich notwendig, weil es geht sonst nicht. Es kann auch wirklich eine Person als Stinkstiefel, die gar nicht mal böse gemeint ist, sondern vielleicht durch die besondere Art und Weise, die den Spieletreff gefährden. Und das ist halt viel, viel schlimmer und sowas. Und da muss man da wirklich mal den sauren Apfel beißen. Das ist leider so. Nee, was ich ja eigentlich machen wollte, ich hatte euch eine kleine Hausaufgabe gegeben, die mich an einfach interessiert, weil ich habe festgestellt, bei uns, es gibt so ein paar Spiele, die immer und immer wieder gespielt werden. Sei es, ob sie jetzt im Schrank oder in der Kiste sind oder weil es halt die Personen sind, die eigentlich immer die einen Spiele mitbringen und das ihr Lieblingsspiel ist. Und da wollte ich einfach mal hören, was sind so eure Top-3-Spiele, nenne ich es jetzt mal, oder die Spiele, die für euren Spielekreis stehen. Was wäre so eine Charakteristik? Und wenn ihr wollt, kann ich auch bei mir anfangen, um mal so einen Hinweis zu geben. Also wir haben zum Beispiel immer ein Pandemie da. Und es wird erstaunlich oft gespielt. Und es ist auch wirklich so eine Sache, wo man sehr gut Leute, die so ein bisschen schon drin sind, mit dem Spiel natürlich noch mehr reinkommen. Dadurch, dass es kooperativ ist, man kann sich gegenseitig helfen. Und es ist halt auch immer wieder spannend. Also ich spiele auch jederzeit eine Runde Pandemie mit, weil man eben ja auch genau nicht weiß, wie es ausgeht. Und das ist so ein Spiel, dem ich immer mit dem Spieletreff verbinde. Wir haben natürlich auch Pandemic Legacy dann gespielt, weil wenn wir eh schon viel Pandemie spielen, dann können wir auch das Legacy spielen. Das war für euch echt so, das ist so ein Spiel, was ich damit einsetze. Ein anderes, was bei uns quasi ein sicherer Absacker ist, ist Piratenkapern von Haim Shafir, von Amigo-Spiele. Kleines, schnelles Würfelspiel. Wenn man irgendwie geht, ach, wollen wir gehen? Naja, eigentlich schon. Ach komm, eine Runde Piratenkapern wird noch gespielt. Also das ist so unser typischer Absacker. Und als letztes gibt es zwei Spiele. Also ein Spiel ist Three Dragon Ante. Das ist von einem Mitspieler, der versucht eigentlich immer die Mitspieler zu finden. Dann spielt man eine Partie mit und meistens ist dann das Spiel verbrannt für die Person, weil ich find's auch grausam. Aber was ich dann eher befürworte, ist eine Runde Palastgeflüster. Das ist auch ein altes Spiel von Atlung-Spiele von Michael Rienek. Das ist für mich auch so ein Klassiker-Spiel, was ich glaube ich nur im Spieletreff bisher gespielt habe. Ich habe es zwar auch hier liegen, aber im privaten Kreis noch nie gespielt habe. Das ist so ein Spiel, was auch immer im Spieletreff funktioniert. Das sind so die drei Spiele, mit denen ich unseren Spieletreff charakterisiere, nenne ich es jetzt mal. Und bei dir, Jenny? Ha! Also, wie gesagt, ich habe ja zwei verschiedene Baustellen. Wenn unser normaler, wo ich halt als Spielerin auch hingehe in diesen Spieletreff, wir haben kein festes Absackerspiel, weil es immer andere Spiele sind, die da sind. Immer. Es sind ja, wie gesagt, es sind zwei Personen, die Spiele mitbringen. Die bringen jedes Mal andere Spiele mit. Deswegen gibt's da keinen Absapper. Aber der Roland, der diese Spiele, diese Abende immer bewirbt, der ist bei dieser, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber Amigo-Spielezeit. Ne? Das heißt, er bringt jedes Mal diese vier kleinen aktuellen Spiele, die Amigo ausgibt, dass man die halt spielt. Und wenn man die ein paar Mal gespielt hat, dann wird aus dem Lostopf ein solches Amigo-Spiel verlost. Ne? Und das ist immer, pro Saison sind das immer vier andere Spiele, ein aktuelles und zwei oder drei aus den vergangenen Jahrgängen. Das sind immer Spiele, mit denen wir, oder sehr, nicht immer, aber sehr häufig anfangen. Ne? Im Moment ist, glaube ich, Schwarz-Rot-Gelb oder wie das heißt. Ich weiß tatsächlich nicht gerade, was gerade aktuell ist. Das sind die Spiele, das sind jetzt nicht unbedingt die beliebtesten Spiele, aber das sind die Spiele, mit denen wir oft anfangen, kann ich jetzt mal sagen. Und dann gibt's die Stadtbücherei,
Da habe ich jetzt auch die besondere Situation gehabt. Wie gesagt, wir sind 2 Jahre lang im Exil gewesen. Ich habe immer andere Spiele ausgesucht. Aber da kann ich jetzt aufgrund von Rückfragen ungefähr sagen, was die Leute sich gewünscht haben oder was dieses Jahr besonders gut angekommen ist. Was gerne immer wieder gewünscht wird, ist Menara. Also Menara kommt immer mal wieder, dass die Leute könnt ihr mal wieder Menara mitbringen. Das ist tatsächlich etwas, was unglaublich gut ankommt und immer auch die Blicke auf sich zieht. Das Spiel, was am meisten Freude im vergangenen Jahr gemacht hat, ist tatsächlich Fun Facts. Also wir hatten auch Abende, die haben so gelacht am Tisch, dass alle anderen aufgehört haben zu spielen. Also das war unglaublich, weil die so laut waren. Das hatten wir auch mehrmals da. Und ich kann gar keinen Finger auf ein drittes Spiel legen, was wirklich auch gut angekommen ist, war dieses Jahr Nebel über Carcassonne. Und generell die kleinen Partyspiele wie, oder diese typischen, wenn sie da sind, Codenames, Just One, So Clever, das wird immer wahnsinnig gerne gespielt. Da gucke ich auch immer, dass so ein Spiel dabei ist, das wird eigentlich immer gespielt. Aber ich kann jetzt nicht sagen, weil wir halt nicht die ganze Auswahl immer da haben, wenn wir jetzt in der Stadtbücherei wieder wären, ist es dann wieder interessant zu sehen, ob die Leute immer ein und dasselbe Spiel rausholen, was halt im Bestand ist. Aber so ist es halt, was halt da ist. Genau. Ja, bei mir ist das so ein bisschen durchwachsen. Beim Mittwochstreff kann ich es gar nicht sagen, weil ich tatsächlich jetzt auch wieder ein halbes Jahr fast nicht mehr da war. Aber ich verbinde mit Mittwochstreff immer Concordia. Aber auch da gab es nicht so richtig ein festes Absackerspiel. Eine Zeit lang, ganz früher, war das immer Codenames, wird am Ende immer eine Runde Codenames eigentlich gespielt. Wie gesagt, das hat sich dabei so ein bisschen, glaube ich, erledigt. Aber ich kann es auch nicht sagen. Das müssen die sagen, die da sind. Bei unserem Dienstagstreff ist es so, sag ich mal, wir haben Spiele, die haben so Saison. Die werden dann irgendwie 3 Monate, werden die immer mal wieder gespielt und dann sind die halt dann wieder gone. So. Gerade ist Armadillo Run, wird viel bei uns gespielt, auch von Amigo. Genau, aber es sind meistens, ich finde es auch toll, sind immer an Personen gekoppelt, diese Spiele. Ich habe zum Beispiel Menara bei mir auch im Schrank stehen und letzte Woche stand ich davor und habe gedacht, ah, das kannst du eigentlich mal wegtun, das will keiner spielen bei mir im Treff, obwohl ich das mehrfach irgendwie auf den Tisch versuche zu bringen. Egal. Genau, haben wir einmal so Armadillo Run und so Sachen. Was immer bei uns gut geht, ist Zug um Zug. Das ist auch meistens mein Wahlspiel, wenn ich tatsächlich mit wenig Spielern spiele, die ein bisschen höher gehen wollen, dann ist der Zug um Zug, das ich auch empfehlen würde. Als Abzicker recht häufig 6 nimmt und Crazy Bird so als Partyspiel. Ansonsten, was spielen wir noch gerade viel? Faraway wurde auch viel gespielt in letzter Zeit. Aber wie gesagt, es ist so saisonal so ein bisschen abhängig. Und die großen Spiele, die kommen meistens tatsächlich wie glaube ich, bei vielen Treffs dann meistens nur einmal so auf den Tisch und dann hat man die gespielt und dann geht's weiter. Genau. Ja. So, das ist mein Eindruck. Genau. Und Top 10 und die üblichen Ghostwriter war auch sehr beliebt. Ja. Das haben wir noch nicht in der Stadtbücherei, genau. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Immer noch nicht. Jenny, nee. Ja, die Bestellung ist jetzt, die Bestellung ist ja, also, die hatten Lieferprobleme, Pegasus, vor Weihnachten. War nein, es ist nicht nur das, also die Bücherei hat auch nur ein gewisses Kontingent, was sie im Jahr ausgeben kann und das ist nicht besonders viel und wenn das weg ist, ist es weg. Aber du engagierst dich doch so stark, Jenny, das kannst du einfach mal kaufen für die Stadtbibliothek. Einfach mal noch ein bisschen mehr geben. Ich bringe tatsächlich jeden Abend 2 meiner eigenen Spiele mit und es sind meistens die 9, damit sie reinschnuppern. Und eben auch die Dame von der Stadtbücherei, die ja das mitbetreut, halt auch die Gelegenheit hat, dieses Spiel selber vielleicht mal reinzuschnuppern, ob das eventuell was ist, was dann nachher. Ich schreibe ja dann immer die Liste von Spielen sehr zusammengedampft, weil sie eben nicht so viel Mittel zur Verfügung haben, welche Spiele denn eventuell angeschafft werden können. Das guckt sie sich durch. Mhm. Und wenn sie da halt auch schon so einen Begriff dafür hat oder das Spiel schon kennengelernt hat, kann sie natürlich leichter entscheiden. Ja. So. Na gut. Ich guck mal auf die Aufnahmezeit. Ich glaube, so langsam kommen wir mal gen Ende. Ja. Hat mich gefreut, Tillmann, dass du dabei warst. Ja. Ich hoffe, wir haben dich nicht erschreckt. Hat mich auch sehr gefreut. Wir haben dich ein bisschen zu Wort kommen lassen. Und jetzt tun wir wieder in WhatsApp-Gruppen oder sonst was austauschen über Spiele. Und vielleicht hörst du mal das andere Mal wieder. Vielleicht haben wir ja irgendwann wieder ein Spiel, wo wir Diskussionsbedarf haben, so wie es bei Emichen. Hat uns jedenfalls, also mir jedenfalls, eine große Freude gemacht. Ich glaube, dir, Jenny, auch. Ich sage jetzt schon mal Tschüss. Wünsche euch eine gute Zeit.
und ich lasse das Wort den anderen. Willst du zuerst, ja, Tilman? Du machst einfach den Kreis dann rot. Ich sag einfach, ich habe mich sehr gefreut, hier eingeladen zu sein. Es war für mich auch eine Premiere. Ich war auch durchaus aufgeregt, was ich jetzt hier sagen soll. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Äs gemacht, nicht zu schnell geredet, dazu neige ich, und nicht zu viele Ausschweifungen gemacht. Aber es war sehr erhellend und es freut mich einfach immer, da ins Gespräch zu gehen und eben einfach über Spiele zu reden. Ja, genau. Das ist immer eine große Freude. Danke nochmal sehr für die Einladung. Ich sage bitte und gerne, und du darfst auch gerne eventuell wiederkommen. Und ich fand diese Folge auch sehr spannend. Und allen draußen an dem Mikrofon, die zuhören, sage ich jetzt tschüss, und wir hören uns dann in einem Monat wieder. Das war die 13. Folge von Cocktails for Meeples, Brettspiel-Podcast von Jenny Konrad und Tobias Franke. Aufgenommen wurde diese Folge am 25. Januar 2024, zusammen mit unserem Gast Tilman Reifen. Zwischenzeitlich hatten wir schon wieder ein Problem mit Jennys Mikrofon. Wir sind ein wenig ratlos, haben aber für die Zukunft nicht aufgegeben und sind schon sehr gespannt auf die nächste Aufnahme. Wie immer freuen wir uns über Feedback. Dazu bieten wir euch verschiedene Kanäle an, die alle gebündelt auf unserer Webseite zu finden sind. Die Adresse dafür lautet www.cocktailsvommeeples.de. Immer schön mit einem Minus zwischen den einzelnen Wörtern. Wenn ihr direkt Kontakt mit uns als Person aufnehmen wollt, dann findet ihr Jenny am einfachsten bei Instagram unter @binnerbig1919. Ich bin dort oder auch bei Blue Sky unter @fehlfraß registriert. Bei beiden hat auch unser Podcast einen eigenen Kanal. Auch Tilman erreicht ihr bei Instagram unter @biebrig_spielt. Die Musik wurde von Kevin MacLeod komponiert, dessen umfangreiche Sammlung unter www.inkompetent.com zu finden ist. Herzlichen Dank für dieses beeindruckende Angebot. Und der Rest ist Spielen.